Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Und ich bin Ela. Hallo Ela. Und wie immer, wie ist es dir so ergangen, den letzten zwei Wochen? Ja. Ich glaube, wie die meisten Podcast-Hörer wissen, ist ja alles ein bisschen langsamer oder auch schläfriger, fällt gerade echt kein gutes Wort dazu ein. Alles ein bisschen, babyfiziert. Ich würde sagen, baby-focused. Ja, dennoch hast du zwei Kleinigkeiten zu berichten, die doch recht interessant sind. Ja. Hört ich. Also Nummer eins, wir haben das Haus gekauft. Endlich, ja. Also Bank Nummer zwei hat ja gesagt. Richtig, richtig. Und sie hat dann nicht plötzlich doch wieder Nein gesagt oder sonstiges. Und der Termin war letztes Wochenende und war relativ straightforward. Also dann tatsächlich. Verrückt. Wollten die irgendwas über die Garage wissen? Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Okay. Das ist eine gut genug Antwort. Ich glaube, das ist so fein. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wir haben ja das, ganz ehrlich, ich habe das Dokument bisher auch nur digital gesehen. Da muss ich nochmal fragen, wo du es gerade erwähnst. Weil ich habe zwischendurch nachgefragt, wie es denn um das Dokument steht. Und die erste Antwort war, Moment, ich kümmere mich drum, ich frage auch nochmal nach. Und dann am gleichen Tag abends hatte ich dann ein Bild auf dem Handy von dem Dokument. Also ich glaube, es war tatsächlich ein ordentliches PDF, aber ein Proof, dass das Dokument existiert. Und ich dachte so, okay, nice. Aber seitdem habe ich es nicht im Original gesehen, glaube ich. Okay. Das heißt, auch die Bank hat es im Original vermutlich nicht gesehen. Mal schauen, wo das ist. Darum werde ich mich dann später kümmern. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt da ist, ob es noch gebraucht wird oder nicht. Okay, das was stimmt, hast du aber ja noch gebraucht, um diesen Kredit zu bekommen? Das fand ich auch sehr spannend, dass das eine Abhängigkeit ist. Richtig, richtig. Es gab da übrigens Auswahlmöglichkeiten. Ich erinnere mich nicht an alle Möglichkeiten, aber man musste von zwei Listen A und B jeweils einen Punkt aussuchen. Frag mich nicht, warum das zwei Listen waren und die nicht einfach gesagt haben, aus den sechs bitte zwei wählen. Ich glaube, es waren jeweils drei oder vier Punkte. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, unter A waren irgendwie so Sachen wie, also ich weiß, dass bei A zwei, also eins war mein Gehalt auf das neu eröffnete Konto bei der Bank überweisen lassen. Mhm. Deutsch ist gerade gar nicht so einfach. Ja. Es hat funktioniert. Also entweder mein Gehalt auf das neue Konto überweisen lassen oder eine Kreditkarte mit dieser Bank eröffnen auf das neue Konto. Da gab es noch eine Option, die weiß ich gerade nicht mehr. Und dann für B war eine der Optionen halt ein NISA-Account eröffnen oder einen anderen gemanagten Fonds, was auch immer Account. Also es gibt noch eine andere Option und noch irgendwas. Ja. Und ich habe dann von A ausgewählt, okay, eigentlich habe ich gesagt Kreditkarte, aber irgendwie, ich habe bisher keine, deswegen werde ich mein Gehalt einfach mal drauf überweisen. Ja. Okay. Ja. Irgendwas ist dann, diese Kommunikation lief ganz, ganz komisch. Ich habe gesagt, okay, ich mache das beides. Ich möchte die Kreditkarte, ich möchte sie tatsächlich und ich werde mein Gehalt drauf überweisen. Aber diese Frau war komplett überfordert, damit zwei Punkte anzukreuzen. Die meinte dann so, du musst einen nur davon auswählen. Ich so, ja, aber ich will das beides. Das ist Peak-Japan, also das ist wirklich Klischee-Japanisch jetzt. Ja, echt. Also Yuto hat sogar auch noch erklärt, nochmal auf Japanisch, vernünftigem Japanisch. Aber das ist tatsächlich voll nicht angekommen. Also spannend, aber muss ich mal gucken, ob ich diese Kreditkarte noch irgendwie kriege. Nun ja, und dann das zweite war halt dieser NISA-Account. Und ich glaube, wir haben den im Podcast noch nicht erwähnt, weil du meintest ja auch so, was ist das? Noch nie gehört, ja, davon. Ich weiß nicht ganz genau, wofür es steht. Ich müsste es googeln, aber mein Guess war das N-I, also ist alles groß geschrieben, N-I-S-A. Und das steht, glaube ich, für National
Investment irgendwas. Das ist eine Hypothese. Ich weiß nicht, ob das stimmt. und das ist tatsächlich ein sowas wie ETFs. Also ich bin da mit der Wortwahl. Mhm. Von so wie du es erklärt hast, hört es sich stark danach an, dass es ein automatisch gemanagte Fonds. Ja, genau, dass es ETFs sind tatsächlich, aber mit, was du dann noch weiter sagtest, der Krux, dass das irgendwie subventioniert ist vom japanischen Staat, deswegen sind diese NISA-Accounts sowas Besonderes, ja, im Gegensatz zu einem klassischen Depot, was man sonst haben kann. So habe ich es verstanden, aber keine genau, Ahnung. Genau, ganz gefährliches Halbwissen. Also ich habe zwar mich da schon auf gewissen Reddits rumgetrieben oder sonstiges, weil ich tatsächlich es, also die, wie soll ich das sagen? Die Foreigner-Bubble ist sich da einig, dass so ein NISA-Account gut ist. Und man darf halt pro Person nur einen haben. Mhm. Das heißt, wenn du bei einer Bank einen gemacht hast, kannst du nicht zur nächsten Bank gehen und dann noch einen machen. Das ist nicht erlaubt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was genau jetzt an diesen Accounts so besonders ist. Also wo genau, ne? Also ja, ist das der Zinssatz? Was ist das? Was macht es? Und es gab eine Neuregelung, und zwar ab, glaube ich, Anfang diesen Jahres. Jesus Christ, Ela, es ist spät für dich, ja. Es ist spät. Zu meiner Verteidigung, ich bin seit 5:30 Uhr. Ja, ja. Ist jetzt nicht super krass, aber. Es ist schon kurz vor 22 Uhr, deswegen du bist eigentlich schon Richtung Bett normalerweise unterwegs, seit Kind da ist, genau. Ja. Also es ist nicht alles super eskaliert, aber für Gehirn trotzdem nicht das Frischeste. Was wollte ich sagen? Ja, dieser Account auf jeden Fall. Ich wollte mich darum kümmern, sowieso einen aufzumachen, weil ne, der Konsensus irgendwas ist ja, dieses es ist Jahr gut. War. Irgendwas mit diesem Jahr hast du angefangen. Ja, ja, richtig. Dieses Jahr, seit diesem Jahr, ich glaube, es war entweder Anfang dieses oder schon letzten Jahres, aber seit kurzem gibt es da eine Neuregelung, weil früher die alten NISA-Accounts hatten irgendwie ein Maximum, dass du nur so und so viel da rein investieren darfst und dann musst du es halt sein lassen. Und ich glaube, es gab ein Maximum pro Monat und es gab auch ein Maximum gesamt, glaube ich. Aber bei den neuen Accounts gibt's das nicht mehr. Das heißt, du kannst, vorher hieß es, wenn du einen alten NISA-Account hast, sollst du den ausmaxen, also komplett vollstopfen. Und dann liegen lassen. Und ich glaube, das gab irgendwie so eine Regelung, dass man dann, wenn man der andere voll ist, darf man einen neuen aufmachen. Oder so. Bitte hört nicht auf mich, guckt das alles nach. Aber auf jeden Fall gibt's jetzt neue Regelungen. Und der neue NISA-Account hat anscheinend kein Limit mehr. Das heißt, wenn das wirklich sich voll lohnt, so ein Ding zu benutzen, um zu investieren, dann kann man jetzt alles reinschmeißen, was man möchte. Und voll absahen. Ja, also für mich hört sich das wirklich erstmal an wie ETFs. Kann sein, dass da du weniger in irgendeinem, ich nenne es mal Management für Transaktionen, musst du manchmal halt auch Gebühren zahlen, die nicht so hoch sind jetzt wie bei aktiv gemanagten, aber grundsätzlich schon. Vielleicht ist da irgendwas, keine Ahnung. Und ich werde das jetzt auch nicht reproduzieren, weil ich es nicht kann. Ich habe auch ein Buch gelesen, wo auch erklärt hat, warum das für den eigenen Staat sinnvoll ist, dass du auch im Ausland investierst. Aber frag mich nicht. Wir sind beides keine Finanzexperten, deswegen. Nee, das werde ich in diesem Leben, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, aber, also ich glaube, grundsätzlich ist derzeit tatsächlich ETFs, wo sehr weit verteilt. Oh Gott, Alter. Also ich aber auch, ne? Es ist ansteckend. Es ist wirklich ansteckend. Ich wollte schon sagen, möglichst diverse ETFs, aber das ist nicht das Fachwort. Ich glaube, das ist so Common Sense, dass das ganz gut ist. Und ich glaube, das hast du auch in deinem mit dem NISA-Ding jetzt einfach gemacht. Ja. Auch wenn wir nicht genau dahinter kommen, was jetzt genau da so unterschiedlich ist zu einem normalen Depot. Ja. Ich glaube, jetzt sollten wir es auch einfach sein lassen. Ja, das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ich fand das durchaus sehr spannend. Die Frau, also wir saßen vor zwei Bankangestellten. Das waren nicht die gleichen, die vorher den Loan mit uns gemacht haben, sondern es waren zwei andere. Und der Mann in diesem Gespann war total intimidiert sagen, also irgendwie deutsch intimidated aussprechen. Spannend. Vielleicht gibt's das Wort, ja. Vielleicht, wer weiß. Eingeschüchtert, by the way. Eingeschüchtert übrigens.
Also, ne, dass ich als Ausländerin dort gesessen habe mit eher so schlecht als rechtem Japanisch. Also bis dahin hat alles funktioniert, ne, in Anführungszeichen funktioniert. Aber der Mann kam damit gar nicht klar. Mhm. War nicht unhöflich in dem Sinne, aber hat vermieden, mit mir direkt zu sprechen, sondern hat quasi versucht, über Yuto mit mir zu sprechen, was halt auch echt schwierig ist, ne, weil du kennst ihn ja, er ist nicht so der große Reder. Das heißt, er guckt mich dann als Antwort auch einfach nur an. Wie auch immer, die Frau in dem Gespann, richtige Labertasche, so richtig. Und die hat zwar gesehen, dass ich nicht vielleicht unbedingt alles verstehe, aber genug verstehe, und die hat dann Konzept Wasserfall angewendet, weißt du? Wenn ich es nicht direkt verstanden habe, einfach nochmal. Und ich finde super. Ich finde das einfach genialst. Die Frau war tatsächlich so krasse Labertasche, dass ich dann teilweise dachte, okay, wow, Frau, ein bisschen langsamer jetzt. Und das ist normalerweise, wie wir schon mal besprochen haben, eigentlich nicht mein Problem. Allerdings, wenn es gewisse Speed-Levels erreicht, wird es doch schwer, musste ich feststellen. Aber ne, lieber Labertasche als das andere. Und sie hat dann zum Beispiel mir versucht zu erklären, als es um diese ETFs jetzt ging, möchtest du reinvestieren oder möchtest du halt jeden Monat auch was abheben von den Gewinnen oder so? Und ich kam nicht mehr mit, ne? Also es tut mir leid, aber reinvestieren und hast du nicht gesehen? Und solche Begriffe kenne ich nicht. Nicht auf Japanisch, nicht auf Japanisch. Und ich saß da so und starrte sie an. Ich habe wirklich mit allen Gehirnzellen versucht zu folgen. Das Gute in diesem Moment war, ich hatte auch das Dokument vor mir liegen und konnte dann halt ganz schnell auch mal so, ne, meine Augen abwenden und mal mit Google Translate drüber fahren. Und dann war das Ganze auch klar, tatsächlich. Google Translate ist natürlich nicht perfekt, aber in diesem Moment hilft es durchaus enorm. So, okay. Das war sehr interessant und ich fand diese Dynamik unglaublich faszinierend. Also dieser Mann, der sich relativ langsam, aber hochgestochen und sehr zurückhaltend ausgedrückt hat, und dann diese Labertaschenfrau. Aber meiner Meinung nach kam sie mir auch viel kompetenter rüber. Sie hat dann auch teilweise das Gespräch übernommen, wenn irgendwie als Yuto sich für etwas entscheiden musste. Und er ist ja ein bisschen langsamer, so im Sinne von visibly nachdenken, so und reagiert nicht sofort, und die Frau hat einfach so richtig reingelabert. Ich fand das super. Ja, aber ehrlicherweise, mir fällt auch gerade das deutsche Fachwort nicht ein, aber das hatten wir gerade eben schon. Wenn vor der das Geld reinvestiert, da gibt's einen Namen für. Ach echt? Oder ETF, ist ja auch, ja, egal, okay, wir wollten das sein lassen. Ja. Genau. Und dann gab es eine große Tabelle, also mehrere tatsächlich. Das waren so zwei DIN A4 Seiten als Broschüre zusammen, ne? Also die Größe. Und zwei DIN A4 Seiten sind eine DIN A6, oh Gott. Zwei DIN A4 Seiten sind eine DIN A3 Seite. Wo ist das im Gehirn? Wie auch immer. DIN A6. Vor allem erstmal so. Wahrscheinlich hast du gerade so, vor allem DIN A8 hätte ich ja noch irgendwie verstanden. Aber 4+4. Ja. A3. Ich weiß schon, ich kenne meine Papiergrößen. Es funktioniert doch gerade alles nicht so. Naja. Wie auch immer, so ein, ne, etwas größeres Stück Papier. Und davon konnte sie dreimal umblättern. Und auf jeder Seite waren so, ihr geschätzt, wie viele Reihen? 5x6 oder so an kleinen Graphen, die den Verlauf der jeweiligen Pakete an ETFs, sag ich jetzt mal, aussuchen konnte. Ja. Und, ne, du konntest halt süß nachvollziehen, was die so für einen Verlauf hatten seit, ich glaube, 2020 oder so. Jetzt nicht mega lang. Aber das waren so viele. Ja, es ist wirklich, also, ja, da hatten wir privat drüber gesprochen, da musst du einfach darauf vertrauen, dass Leute, die sich besser auskennen, dir da einen guten Rat geben. Wo ich ja meinte, das Einzige, was du als fachfremder Vollidiot irgendwie noch machen kannst, möglichst diversifiziert. Ja. Und ja, ansonsten einfach lost. Das stand auch mal so vor, ja, ist wirklich furchtbar. Naja, ich habe dann einfach auf etwas gezeigt, was mir sinnvoll erschien, und gesagt, okay, die nehme ich. Ja, genau. Und ich glaube, wir haben uns beide sehr ähnlich entschieden. Wir haben uns beide sehr ähnlich entschieden, glaube ich. Ich in meinem Depot, du und dann Nisa. Ja. Ja, richtig. Ich habe nur die eine der Vorschläge, also sie haben tatsächlich
das, was ich am Ende ausgewählt habe, wurde auch vorgeschlagen. Mhm. Aber eine der anderen Vorschläge war halt hauptsächlich mit japanischen Firmen. Und das fand ich dann tatsächlich nicht so gut, wie du sagst. Also Diversify, 70% japanischer Firmenanteil fand ich dann nicht diverse genug, musste ich gestehen. Und habe dann abgelehnt und gesagt, okay, ich brauche was, was mehr so weltorientiert ist. Okay, wir können das Thema abschließen. Ja. Ja, ja. Oh, verständlich. So 70-30 kommt auch immer wieder in unterschiedlichsten wilden Dingen vor, in diesen Finanzsachen. Ich habe immer versucht, mich da reinzulesen und dachte mir so. Okay. Aber interessant, dass das auch so gewollt ist und dass du, und das ist wirklich das, wo ich so richtig hardcore drüber gestolpert bin, ist, du brauchst ein Depot, wir nennen es jetzt einfach mal Depot, du brauchst ein Depot, um einen Kredit abzuschließen. Und in meinem sehr deutschen Hirn ergibt das keinen Sinn, weil irgendwie Regel Nummer 1 ist Schulden abbezahlen und nicht auch noch gleichzeitig investieren. Das ist einfach so, dass, also hier in Deutschland ist das so, clasht das. Das ist richtig. Und das clashte auch in meinem Gehirn ganz, ganz übel. Dass der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das in Japan tatsächlich nicht, das clasht nicht in diesem Fall, und das war mein Dad, Shoutout to my Dad, wenn halt das, was du reinholst durch das Investieren, definitiv höher ist, als du verlierst durch den Kredit, dann lohnt sich das. Und das ist halt eine japanische Sonderheit, dass dieser Hauskredit so einen unglaublich geringen Zinssatz hat. Ja, richtig. Und aber dann dachte ich zumindest, würde das zumindest innerländlich irgendwie crashen. Aber es ist ja totaler Quatsch, weil Aktien sind Aktien so. Ist ja egal quasi, wo du sie kaufst. Es sind ja die gleichen Aktien von den gleichen Firmen so letztendlich. Und dann ergibt das doch interessanterweise wieder Sinn. Das ist schon richtig funny so. Ja. Ist schon funny, ja. Stimmt, ja. Ja, und wir sind jetzt, okay, also für das für Hauskaufen gibt es einmal den normalen Zinssatz. Und ich meine, ich kann ja, Zinssatz kann man ja nachgucken, ist jetzt nicht unbedingt Geheimnis, Gedöns. Den wir nicht gekriegt haben, war 0,27. Der nächstbeste war dann 0,34, den haben wir bekommen. Und dann muss man noch eine Versicherung abschließen, das ist normal, das muss man in Deutschland auch. Für den Hauskauf, für den Kredit. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie in Deutschland der genau berechnet wird, was man da bezahlt. Hier war das so, dass da eine gewisse Prozentzahl an Kreditzins draufgerechnet wird. Und wir haben uns für Basic entschieden und das waren dann nochmal, ich glaube, 0,19 oder so. Warte, stimmt das? 0,19 dazu. Ja. Ja. Aber dann seid ihr immer noch unter 0,5%, oder? Ich kann auch nicht, ich kann in keinem Zustand Kopf rechnen. Nein, ich hab ganz knapp drüber oder so, aber ne, um 0,5. Um 0,5, okay. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, wie die Zinsen gerade in Deutschland sind, aber höher als über 0,5. Über 0,5, so viel können wir uns sicher sein. Ja, also von, Menschen, die in letzter Zeit ein Haus gekauft haben, habe ich gehört mal, oh shit, was war das? War das noch immer 1, ich glaube, es war über 2, Ich glaube auch, dass so richtig gepiekt hat, ist bei 3, sogar, aber ich bin mir auch gar nicht sicher. Wo es halt gerade richtig übel ist, also von den Leuten, die ich kenne, die mir davon erzählen, ist in Norwegen, da war zwischendurch oder ist im momentan zwischen 6% und 7%. Ach. Also das werden wir jetzt hier nicht beantworten können, aber da frage ich mich, wie kommt das zustande, vor allem in Norwegen, in einem Land, das jetzt nicht dafür bekannt ist, überbevölkert zu sein? Nicht überbevölkert, auch nicht stagnante Löhne oder sonstiges. Also die haben ja sogar Kohle. Weißt du, die haben Öl, die haben Export. Das ist noch eins der Länder, das noch eigentlich sich ganz gut gehalten hat eigentlich. Deswegen ist wahrscheinlich auch alles da so unentsetzlich teuer, glaube ich, in Norwegen. Das ist auch korrekt. Davon kannst du ein Lied singen, ja. Schokolade, Käse, alles, was Spaß macht. Ja. Alkohol. Alkohol so zügelt richtig, ja, genau. Richtig, uff, richtig, richtig. Ich meine zu dem Punkt, dass jedes Mal, wenn jemand gereist ist, immer die maximale Anzahl an Importalkohol mitbringen sollte. Alkohol und oder Tabakko halt, ne? Tabakko. Ja. Ist das überhaupt Deutsch, Englisch? Ich weiß nicht. Zigaretten. Tabak. Tabak, ja.
Also zum Glück, ich bin ja, also weiß ich nicht, nicht so der richtig krasse Alkoholkonsumierende und auch gar keinen Tabak. Hm. Ich musste immer für andere mitbringen. Jedes Mal. Ja, das wundert mich aber auch nicht bei den Preisen. Okay. Nee. Ich glaube, es wird Zeit, die Kurve zu kriegen, auch wenn unsere Hirne beide gerade ein bisschen denkvoll sind. Ich frage mich, wo das bei meinem, ach, bei meinem Side-Note, die keinen Sau interessiert, aber ich glaube, ich habe gerade erst, legit, ist ja kein Geheimnis, dass ich an meinem Doktor sitze nebenher, ja. Zum ersten Mal wirklich alle Kommentare abgearbeitet. Also in Anführungszeichen ist sie fertig. Also das ist schon länger, es gab jetzt schon länger auf den 95% rum, sag ich mal. Aber es war schon immer so noch eine Kleinigkeit, auch wohlwissend, dass irgendwie noch Feedback und so aussteht. Aber gerade ist alles Feedback eingearbeitet, inklusive mein, inklusive Scheißbilder noch bearbeiten. Ja. Nice. Hast du es direkt schon abgesendet, dass es irgendwer zerstören kann? Also ich glaube, die Person, die ich am meisten vertraue, ist mein Co-Promoter, der hat Access zu meiner Thesis. Der kann selber gucken und der ist auch der Nächste, der sich's anguckt. Deswegen muss ich das nicht absenden, aber nice. Genau, mal sehen, ob da noch was dazu kommt oder nicht. Aber es ist ganz wild, das erste Mal seit 7 Jahren kann ich echt sagen, ja, ich kann nichts für den Doktor tun. Also natürlich, aber das wäre halt alles albern, was ich jetzt noch tun könnte, wie die Defense vorbereiten, als ob die ist dann irgendwann Ende des Jahres. So. Aber jetzt wirklich die Kurve zu kriegen nach meinem kleinen Side-Info ist, wir hatten ja vorletztes Mal oder das erste Mal, als wir über das Haus gesprochen haben, gesagt, wir enden noch diese Animal Crossing-Liste, weil einiges, nicht alles, aber ein paar Sachen auch House-related sind. Da komme ich auch wieder mit tollem Denglisch. Und deswegen dachte ich, machen wir die doch mal durch, dass wir auch da nicht nur an meinen Doktorarbeit, sondern auch an dieser Liste endlich einen Haken dran kriegen. Ja, toll, wenn wir das beides irgendwie so Ende April, Anfang Mai hinkriegen. So, und das erste Teil ist ein Wand-WC und wir haben schon richtig häufig drüber gesprochen, deswegen nur noch ganz kurz zusammenfassend, die Space-Toilets, ja, das sagen wir ja schon immer, ne? Entweder overengineert oder Loch im Boden. Also, diese Toiletten haben eine Bidet-Funktion. Dann fährt dieses Stielchen ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe es Arschbrause genannt. Super. Ja, ich sehe es. Eine Arschbrause-Funktion. Du kannst die Wassertemperatur einstellen. Die haben auch grundsätzlich eine Sitzheizung. Auch ganz oft, wenn Toiletten nicht diesen anderen Schnickschnack haben, haben sie auch oft doch einen beheizten Sitz, zumindest in Japan, habe ich festgestellt. Dann natürlich Musik, die du lauter und leiser machen kannst. Ich weiß nicht mehr, warum bei Selbstreinigung empfohlen Ausrufezeichen steht. Wahrscheinlich, um die internen Systeme irgendwie auch zu reinigen. Es gibt einen sehr peinlichen in öffentlichen Toiletten Hilfeknopf, der, also der ist voll sinnvoll, finde ich. Für Senioren oder so, wenn du halt wirklich Hilfe brauchst, ist nicht so toll, wenn du den aus Versehen nicht drückst, weil du das für den Flush verwechselst. Und das ist wohl schon echt einigen Ausländern passiert, dass sie den Hilferuf für den Flush interpretiert haben. Und jetzt komme ich dazu, die Hauptfunktion, so spülen können sie auch, diese Toiletten. Ach stimmt, dieser Notruf, okay, da musst du aber mit sehr alten Toiletten Bekanntschaft gemacht haben, um zuerst die Schnur zu nutzen. Du musst überlegen, wir sind schon alt. Ja. Nee, ja, also ich, keine Ahnung, wie lange bin ich jetzt schon hier, über 5 Jahre, und manchmal stehe ich immer noch so irgendeinem öffentlichen Klo und denke mir so, wo? Ja, also es ist tatsächlich gar nicht mal, also bei manchen schon, aber bei manchen Toiletten ist einfach echt nicht trivial, wo der Flush ist, bis zu dem Punkt, wo du dir die Kanjis anguckst, um den Flush zu finden. Also ja, also es ist wirklich, da hast du halt so ein ganzes Panel immer. Ja. Und der Knopf ist selten besonders abgesetzt. Oft ist er mal so gelb, aber manchmal auch anders und ja, ganz furchtbar. Es gibt halt, mein Problem ist, es gibt Knöpfe, es gibt so Touch-Dinger, wo so eine Hand drauf ist, die übrigens absolut mein Kryptonit, ich krieg diese Dinger nicht aktiviert. Ich weiß nicht, was so bei Händen ist, aber die werden von nichts erkannt. Dann gibt es diese kleinen Flush-Hebelchen, dann gibt es Flush-Knöpfchen, dann gibt es aber auch welche, wo du halt so an so einer Schnur ziehen könntest. Gibt es auch in Inaka, halt nur irgendwo auf dem Land. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Das stimmt. Und ganz oft hast du auch so einen Hebel hinten. Ne? Das Hebel ist so richtig auch, klassisch, ja. Aber das sind eher nicht die Space Toilets, sondern normale Western-Toiletten, wo du den Hebel am Spülkasten hast.
Richtig. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich immer als erstes gucke. Ist da so ein Hebel auf der linken oder der rechten Seite? Weil unsere Toiletten hier im Haus, die sind spacig genug, aber die haben auch so einen Hebel, wo du halt groß und klein sagen kannst. Also entweder ich brauche große Spülung oder kleine Spülung. Ja. Und dann gibt es halt jetzt zum Beispiel im Krankenhaus, total beliebt, diese Dinger, wo du mit der Hand so drüber hovern solltest. Ja. Ich muss quasi diesem Sensor meine Hand ins Gesicht schieben, damit das funktioniert. Aber das ich muss Kontakt ich ausüben. Das habe ich auch immer bei öffentlichen Toiletten. In Deutschland haben die es auch manche. Krieg's funktioniert echt? Nicht. Was? Ja. Tatsächlich. Ja. Naja, gut, bei mir, ich kann auch manchmal mit meinen Händen die Wasserdinger nicht aktivieren. Hier beim Händewaschen. Ich muss da so richtig viel mit den Händen wedeln, dass da irgendwie Wasser kommt. Ja, ich glaube, wir sind einfach innerlich tot. Daran muss es liegen. Ich dachte, ich wollte eigentlich sagen, vielleicht sind meine Hände zu weiß, aber okay, innerlich tot stimmt definitiv auch. vielleicht auch das. So richtig Millennial. Oh Mann. Ja, okay. Also ich glaube, wir haben schon so häufig über diese Toiletten geredet. Ah, aber eine Sache. Ich glaube, wir haben es erwähnt, dass ich habe ja darüber gerantet, dass die Toiletten ohne Spülbecken oben teurer sind. Stimmt, privat hast du das gemacht. Hast du es auch im Podcast? Kann sein, ja. Ich bin mir nicht sicher, deswegen auf dem Bild hier, das ist die teurere Variante. Die hat kein Spülding dran. Richtig, da ist der Spüler Unterputz. Ja, also das ist tatsächlich das Wand-WC, was auch aufgeht, wenn du auf das Ding zugehst. Ich sehe den Sensor da, das automatisch richtig. Den Deckel hochhebt auch und wieder schließt. Die sind halt jetzt hier voll in, dass du halt auch nicht das Waschbecken da dran hast. Deswegen in den Katalogen konnte man sehen, wenn man sich ein Klo vorstellt, wie man es so kennt, mit diesem Spülbecken dahinter oder nicht mal unbedingt mit dem Handspülbecken, sondern einfach nur die Größe sich vorstellt von dem Wasserkasten, der an normalen Klos ist. Und das Handspülbecken hat ja die gleiche Größe, ist also relativ schmal, klein und schmal. Und der Trend geht jetzt dahin, die gleiche Größe, aber an der Wand neben dem Klo. Das gibt's aber tatsächlich in Deutschland auch häufig, weil früher wurden Toiletten in Deutschland so gebaut, dass du kein Waschbecken drin hattest. Deswegen werden so schmale Dinger jetzt in einzelnen Toiletten in Deutschland auch nachgerüstet, weil wir halt das haben wir schon hundertmal gesagt, diese Kombi nicht haben können in Deutschland. Ja. Deswegen gibt's diese super schmalen Waschbecken auch mittlerweile sehr häufig in Deutschland an der Seite. Spannend. Total anderer Grund, schätze ich, aber momentan ist es hier einfach innen so ein Mini Waschbecken mit, weißt du, so Mini-Siphon hast du nicht gesehen, weil einfach stylisch und in. Und ehrlicherweise, ich habe echt ein bisschen Spül-Anxiety in Japan. Ich not gonna lie. Also so wirklich das abzupassen, dass du auch wirklich deine Hände ordentlich waschen kannst mit diesem einen Spülgang. Das hast du halt nicht, wenn du ein extra Waschbecken hast auch. Dann kannst du in Ruhe dir die Hände waschen, ohne dass irgendwann der Kasten voll ist. Ich habe schon doppelt gespült wegen Händewaschen, definitiv. Siehst du? Und das ist halt echt eine harte Wasserverschwendung, einfach so einen ganzen Spülkasten deswegen zu leeren. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, aber grundsätzlich ist natürlich, wenn du den Spülkasten Unterputz hast, ist auch in Deutschland bestimmt teurer. Ja. Also die Toiletten in meinem Haus hier, wobei unten bin ich doch, sehen auch alle so aus und in meinem Elternhaus auch. Also wir haben alle auch Unterputzspülkästen. Die Frage ist halt, es gibt ja in Deutschland nicht die Option, Überspülkästen zu haben. Also wüsste man jetzt nicht, ob die teurer oder günstiger oder. Ja, doch, weil also du hast die Option in Deutschland, dass der Spülkasten trotzdem draußen hängt. Ach so, ja, okay, ja. Ja, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, was du gewohnt bist, weil du mich angeguckt hast wie so ein Auto gerade. Nee, aber du kannst ich, trotzdem ganz den ehrlich, Spülkasten außen haben. Ich musste gerade richtig hart drüber nachdenken, was du mit Unterputzspülkasten meinst. Das ist ja, also wenn das Klo direkt an der Wand hängt, hast du trotzdem irgendwo einen Spülkasten. Du siehst den halt nur einfach nicht, also ist der Unterputz. Du hast absolut recht. Nee, ich bin tatsächlich die Spülkästen sichtbar gewohnt. Ja, also das dachte ich mir nämlich irgendwie, dass du das gewohnt bist, aber nein, ich bin die Spülkästen nicht sichtbar gewohnt. Ist spannend. Ja. Also nee, wirklich ganz ernsthaft spannend. Das sind so Dinge zumindest, auf die ich im Alltag jetzt so gar nicht so richtig achte. Ne? Man nimmt es so hin.
Nee, ich nehme das nicht hin. Ich merke das nicht. Ich nehme das, also sorry, aber ich weiß ich nicht, so ein Klo nehme ich irgendwie so erstmal so hin. So wie es ist. Nee. Und ich vertraue darauf, dass es spülen kann. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, aber vielleicht ist das auch, wenn man mit Überputz es gewohnt ist, vielleicht anders, als wenn du es nicht gewohnt, wenn du es gewohnt bist, die Dinger nicht zu sehen und auf einmal sind sie da. Das hat vielleicht einen Unterschied. Könnte schon sein. Ich habe aber irgendwie bei diesen Spülkästen nicht sichtbar Klos es auch nicht hinterfragt. Ne? Also, die spülen ja immer noch. Ja. Aber wo ist das Spülding? Keine Ahnung. Habe ich nie drüber nachgedacht. Echt jetzt? Okay. Ja, ich glaube, ich bin davon ausgegangen, dass es einfach ja entweder in der Wand ist oder halt irgendwie da drunter oder irgendwas. Also wirklich nicht drüber nachgedacht. Klassischer Fall von no brain cells used. Okay, also ehrlicherweise kann ich drüber, ich kann das verstehen, dass man darüber nicht nachdenkt, wie ein Klo spült, wenn man das Spülkasten nicht sieht. Okay. Aber lass uns mal weitergehen, bevor wir uns da noch festbeißen an Spülkästen. Das Warnschild ist nämlich das nächste. Und da hattest du mir ausgeholfen, weil ich habe gesagt, wer steht auf diesem Animal Crossing Warnschild? Und du meintest ja gibberish. Und dann hatten wir so gesagt, okay, üblicherweise steht da Abonai drauf, also Gefahr. Oder Kinchi meintest du, Kiken und Chui. Und das meint halt verboten, Gefahr, wobei auch wieder bei Abonai wären. Oder Vorsicht vor. Das hat jetzt ein bisschen gebraucht zum Übersetzen, das steht da nicht auf Englisch. Das steht auf Englisch, ja. Da tatsächlich, also Kiken ist ziemlich häufig, das sieht man häufig. Ja, eigentlich alles davon. Ja, aber ansonsten sind das, aber ehrlicherweise, ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, dass wir diese Warnschilder nicht kennen. Die siehst du manchmal in Deutschland, das sind diese gelben Aufsteller einfach. Die sind, die so einmal auseinanderklappst und dann haben die zwei Füßchen anstehen. Man die kennt überall. Die von hier Vorsicht rutschig. Vorsicht rutschig, genau, das ist das, was ich meinte. Wenn wir die haben, dann maximal für irgendwelche öffentlichen Gebäuden mit Fliesen, wo die nach dem Wischen aufgestellt werden, Vorsicht rutschig. Das sind so Schilder, für was anderes haben wir sie hier in Deutschland nicht. Ja. Also spannenderweise, diese Stehschilder sehe ich auch nicht so häufig, aber generell die Wörter und Schilder, die hängen in jedem Park. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo man vielleicht immer mal wieder sagen kann, Japan ist doch nicht ganz so sicher, wenn in jedem Park und in jeder Gasse so ein Schild hängt, speziell für zum Beispiel Vorsicht vor Perversen, hängt wirklich in sehr vielen Stellen. Ja, das ist interessant, um da doch einen Hauch zu derailen, dass viele ja auch sagen, Japan ist so sicher. Und da hatte ich dann auch mit meinen Kollegen drüber diskutiert, dass das eventuell stimmt, wenn du halt es bereist. Mhm. So, also dass es so lange war, wie du Urlaub machst, glaube ich. Und aus der Perspektive finde ich es auch okay zu sagen, dass Japan sicher ist, im Verhältnis auch einfach. Weil ganz oft ja dann die Japan-Bubble, die in Japan lebt, sagt, aber hier da, das ist überhaupt nicht sicher, Perverse ist ein großes Thema, Stalker ist ein großes Thema und wo ich mir denke, ja, total. Und ich finde auch wichtig, dass man darüber redet und da kommt auch kein Aber. Ich verstehe halt die andere Perspektive genauso. Ich als Gast in diesem Land, für mich ist es halt sicher. Aber wenn du da nicht Gast bist, ist es halt vielleicht eine andere Geschichte. Ich glaube, dass viele auch bei sicher einfach darüber reden, dass sie nicht sterben. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Gefahr in Japan zu sterben durch etwas, was dir auf der Straße passiert, ist durchaus geringer als in anderen Ländern. Ja. Aber die, ich sag mal, Quantität von Gefahren ist nicht unbedingt weniger. Es sind nur andere Gefahren. Dass halt irgendjemand von dir versucht, ein Bild von dir zu machen, von unter dem Rock. Ist vermutlich wahrscheinlicher, als dass jemand mit einem Messer um die Ecke gerannt kommt. Wobei da hatten wir neulich auch drüber geredet, ob das nur die Medien. Passiert auch. Ob das nur die Medien sind, die halt wirklich jeden Vorfall so hochbauschen, dass es einem so vorkommt, dass das doch häufig ist und vielleicht auch nicht häufig ist. Ja. Und auch letztendlich, Stalker, so. Wie lange könnt ihr dich stalken, wenn du da Urlaub machst? Das ist einfach völlig anderer Kontext dann, wenn für Leute, die das Land nur bereisen. Das ist richtig. Gut.
Gut, dann das nächste ist, das hattest du vorbereitet, das weiß ich noch, weil du ganz fasziniert warst, haben wir den Tanuki. Endlich. Ewig lang haben wir auf ihn gewartet. Auf Deutsch heißt das, heißt der Waschbärfigur. Ich kann ja mal beschreiben, wie der aussieht. Das ist ein etwas, was echt nicht, ich weiß nicht, wie man auf Waschbär gekommen ist. Es ist auf jeden Fall ein tierartiges Wesen, das braunes Fell hat mit einem weißen Bauch. Das hat immer so einen Strohhut auf und es guckt wirklich derpy, also wirklich bescheuert. Also der hat meistens so einen halboffenen Mund und guckt, ja, arg. Ich weiß gar nicht, was das politisch korrekte Wort dafür ist. Derpy passt im Englischen, auf Deutsch bin ich gerade ein bisschen verloren. Er guckt dümmlich, sage ich mal. Und hat meistens, das kannst du erklären, ich habe es nämlich vergessen, was er in der Hand hat und man sieht das auf dem Bild nicht, aber woran ich immer denke ist, dass das, was die oft für seine Beine verwechseln, was so zwischen den Beinen zumacht, sind seine gigantischen, riesigen Hoden. Ja, das stimmt, das haben wir nicht mal notiert hier, aber das ist tatsächlich so. Das ist so, wenn man genauer guckt und diese Figur ist wirklich extrem beliebt, man sieht die so häufig in Japan und überwiegend auch vor Läden. Und ich übergebe mal an dich, wenn du. Ja, ich gehe meine Notizen von vor. Wie lange ist das alles her? Noch gerade kurz durch. Aber also die stehen tatsächlich an vielen Häusern, speziell Geschäften und so, aber es sind nicht unbedingt nur Geschäfte, auch Privathäuser haben die gerne. Und das geht anscheinend auf die Zeit zurück, wo der Kaiser Showa Shiga zu Besuch kam in Kansai. Und dann anscheinend hat das in Kansai angefangen, aber es gibt es tatsächlich überall. Also nicht nur hier, nicht nur Osaka, Kyoto, sondern überall in Japan. Und dieser Tanuki steht halt für Gastfreundschaft. Und deswegen hat er gewisse Dinge in den Händen, wie zum Beispiel eine Sake-Flasche, die symbolisiert Dankbarkeit und auch den Empfang von Essen. Und auf der anderen Hand ist das Sparbuch, das symbolisiert anscheinend Vertrauen. Im Prinzip war das dafür gedacht, dass einfach den Kaiser willkommen zu heißen und Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit zu symbolisieren. Also ich glaube, das ist die grobe Zusammenfassung, warum das angefangen hat. Und dann hat sich das einfach richtig hart verbreitet. Ja. Und hier habe ich auch eine gefunden, dieses derpy Lächeln, was ich gemeint habe, ist eine Erinnerung daran, anderen freudig zu helfen. Ja, und ich glaube, ich habe auch in Erinnerung vor Geschäften, meistens soll das dir auch Glück bringen, beziehungsweise gute Geschäfte. Mm. So habe ich das auch irgendwie noch in Erinnerung, dass er auch das eigentlich symbolisieren soll. Ja, und die Schreibweise von Tanuki ist das gleiche wie zum Beispiel von Ta für andere und Nuki für herausziehen, was dann bedeutet, alle unerwünschten Dinge herausziehen. Also er ist quasi auch der Wächter. Und oder der Wächter gegen unerwünschte Dinge, aber auch für gute Dinge. Genau, und soll daran hindern, unerwünschte Leute die Häuser betreten zu lassen. Und seine dicken Hoden braucht er, um aufrecht zu stehen. Also grundsätzlich muss ich auch sagen, dass Japan ganz groß ist in Hodenwitzen tatsächlich. Also das ist so ein Ding, weil man hat ja auch dieses Wortspiel, was krass ausgenutzt wird mit dem Comic Gintama. Weil wenn du das G durch ein K austauscht, hast du nicht mehr den Silberschopf oder so, sondern goldene Hoden. Dann heißt das Kintama. Ja. Und Kintama ist, glaube ich, auch ein Begriff tatsächlich, aber ich weiß nicht mehr, wofür der verwendet wird. Aber ich glaube, auch da wird... Das ist einfach Hoden. Also Kintama, also Kintama ist, glaube ich, goldenen Eier. Goldene Eier. Ja, ja. Ist auch witzig, dass ich jetzt hier sitze in einem Haushalt. Doch, das ist ein deutsches Wort. Aha, Household. Wo jemand auch das Wort tatsächlich versteht und ich brülle das hier durch die Gegend. Ich habe das mal mit einer Freundin gemacht, die ist Japanerin, hat aber in Deutschland gelebt. Mhm. Und wir sind irgendwie durch Mitte Osaka gegangen und ich habe auch diesen Kintama-Witz erzählt. Kintama, Kintama. Und sie so, das kannst du hier so laut nicht sagen, so mitten in Dotonbori. Ich so, ach ja, das verstehen Leute hier ja. Ja. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass sie da gerne irgendwie Witze drüber machen, über grundsätzlich. Ja, definitiv. Ich meine, wenn du dir so ein Waschbecken vor, ganz ernsthaft, du stellst dir einen Waschbär mit riesigen Hoden vor,
vors Haus. Ja, genau. Also es ist halt, es ist eine sehr übliche, ja, Art und Weise zu scherzen irgendwie, auch wenn ich den Humor nicht so ganz verstehe. Ja. Richtig, aber ehrlicherweise so, man muss schon hingucken, also wirklich aktiv hingucken, um zu also es muss einem quasi erkennbar gesagt werden. Ja, ich finde schon, dass es erkennbar ist, aber wer guckt schon aktiv auf etwas, das du erstmal als Beine identifizieren würdest bei einer Figur, die so bescheuert guckt, so ja. Aber wenn man dann so genau hinguckt, denkt man sich so, warte, man kann es durchaus erkennen, auch ohne dass man es gesagt kriegt, ja. Generell sind Waschbären hier auch ein Teil von dieser, ich weiß nicht, Tiere, die viel mit Natur zu tun haben. Also dieses Konzept gibt's auch, sehr naturnahe Tiere oder halt mystische Kreaturen, die der Natur nahestehen. Und zum Beispiel auch in Inuyasha, glaube ich, gibt's ja auch diesen Waschbären, der immer mit so einem Blatt auf dem Kopf rumläuft. Und stimmt, ich könnte falsch liegen, aber ich meine, es war ein Waschbär. So war's halt. Ja, wobei das ist schon weit hergeholt, das Teil als Waschbär zu bezeichnen. Aber ja, und ich habe noch eine Notiz von dir gefunden. Der Strohhut dient als Schutz gegen Katastrophen. Also grundsätzlich kann man sagen, das Ding bringt halt einfach Glück und soll Unglück fernhalten. Vor allem bei Geschäften. Ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, wir haben uns ja jetzt ein Haus gekauft. Vielleicht kriege ich auch irgendwo so einen Waschbär her. Ich fände die Dinger cool. Ja, ich habe auch gerade deine letzte Notiz gesehen, dass sie bei monogamen Paaren leben, was ihre Symbolik für Vertrauen und Erfolg unterstreicht. Ja. Also wirklich eine echt sehr häufig anzutreffende Figur. Ich mag die. Habe ich einen Tanuki? Ach nee, ich glaube ich nicht. Ich habe auch überlegt. Also da hätte ich so einen Gachapon-Tanuki gehabt, nur, aber ich glaube auch das habe ich nicht. Das kann man bestimmt ändern. Ja. Okay, also so viel zum Tanuki. Also wenn ihr ein tierartiges Wesen mit Strohhut seht und dicken Hoden, das ist der Tanuki. Das ist wirklich, wenn man Ausschau hält, nicht schwer anzutreffen. Die sind tatsächlich überall. Ja. Auch in den verschiedensten Größen. Also die gibt's so in, ich weiß nicht, klein, auch Gacha-Größe. Und dann gibt es aber auch riesige, fast menschengroße Tanukis. Stimmt, ja, die gibt's wirklich in jeder Größe. Also häufig sieht man die so 30, 40 Zentimeter hoch, sag ich mal. Ja, aber es gibt so auch wirklich, und dann für manchen Geschäften, wo sie mehr auffallen, da sind die schon fast ein Meter oder so einen Meter groß. Mhm. Ist auch eine recht übliche Größe. Ja, okay, also über das Waschbecken, das habe ich sogar schon als drüber geredet gemerkt, weil es gab noch ein größeres und ich glaube, wir haben auch die letzte. Boah, wie mich dieser Shit triggert, ne? Mit dem Bad, genau. Also ich wollte gerade sagen, wir haben ja erst bei dem Haus mit dem Bad auch drüber geredet und ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das generell speziell dieses Detail noch nicht erwähnt vorher, aber wir mussten ja, ne, ein Bad renovieren und Sachen aussuchen und da wir jetzt das Waschbecken hier noch kurz haben, Japaner und ihre Kataloge. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so schlimm wäre, aber du hast halt eine begrenzte Anzahl an Dingen, aus denen du auswählen darfst. Und es ging jetzt bei uns speziell darum, was passiert, wenn der Waschbeckenteil des Raums 90 cm lang ist oder 1 Meter lang ist. Was machen wir dann? Und ich habe halt für 90 cm oder halt, ich dachte halt, ich meine, 10 cm Unterschied, was kann da schon so groß schief gehen? Da wird es ja hoffentlich noch die gleiche Sache geben in 1 und 90 cm, also 1 Meter oder 90 cm. Aber nein, ich hatte etwas ausgesucht, was es nur bis zur Größe 90 cm gibt. Und zwar, das ist einfach dieser typische Spiegelschrank. Und in dem Fall von 80, glaube ich, und aufwärts hat es 3 Türen, das heißt eine Mitteltür und rechts und links eine, so wie wir es gerade hier in diesem Haus, das wir mieten, auch haben. Und ich so, das kenne ich, das gefällt mir, das würde ich so nehmen, mit einmal Licht drüber. Und ich glaube, in dem Fall auch Licht von unten, aber das ist so semi, so, ne? Ja. Jetzt nicht unbedingt relevant. So, und dann meinte ich, okay, ja, im Fall von 1 Meter nehme ich das gleich in 1 Meter. Und dann wurde ich angeguckt, so, also ab 1 Meter gibt's das so nicht mehr. In dem Fall wäre dann das Licht nicht da drüber, sondern das kommt so zwischen den Schranktüren halt raus. Was? Was? Ich möchte das Licht nicht in meinem Gesicht haben, also richtig so in die Augen leuchten. Wie bescheuert ist das denn?
Ich habe aufgegeben, weil es gibt tatsächlich die Option nicht. Also meine andere Option wäre dann gewesen, den 90 cm Schrank in 1 Meter zu quetschen und dann mit den 10 cm irgendwas anderes anzufangen. Und das ist halt wieder so aus einem Guss, ne? Das ist nicht, dass du unten einfach ein Waschbecken hast und oben einen Schrank, dass du das einfach wie in Deutschland mittig hängen könntest. Das ist ja immer so eine Kombination aus allem. Oh, also das wäre noch gegangen in dem Fall, weil wir sind eine Stufe teurer als das, was hier auf diesem Bild ist. Das ist ja dieses wirklich in einem Guss-Ding. Ja. Allerdings, ich weiß nicht, ob die uns das in die Mitte hängen, ist auch wieder so, ne? Oh Gott, dann haben wir 5 cm links und 5 cm rechts. Ich weiß nicht. Das wäre halt nicht so der Weltuntergang. Ne? Sprach sie, nahm ein Lineal und guckte nach, wie viel 5 cm sind. Oh mein Gott, was für ein Drama. Okay. Das Problem ist halt, dann hast du diese 5 cm, ich halte auch gerade einen Lineal hoch, 5 cm Luft irgendwie dazwischen und das ist so richtig bescheuert. Also, da hätte ich es dann doch lieber gehabt, komplett an die Wand zu hängen. Aber das ist not the fucking point. Das Schlimme daran ist, dass da einfach null Flexibilität besteht. Was ist denn, wenn das 1 Meter und 2 Zentimeter lang gewesen wäre? Was soll das denn? Ich habe übrigens auch dann für die andere Wand auf der anderen Seite gesagt, ich möchte da einfach freie Regalbettbretter aufhängen. Und das kann ja nun nicht so teuer sein. Du kaufst dir halt so ein Ding, schraubst es in die Wand, klatschst da irgendein Brett drauf, was halt die richtige Größe hat. Breite, Größe ist egal. Was das für ein Drama war. Also wirklich. Und teuer. Also ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, das weiß ich noch von Rachel und Junes Video, dass überall, wo du etwas aufhängen willst, was mehr wiegt als ein Hut, ein leichter Hut, du Verstärkung in die Wand einbauen musst, weil die Wände sonst zusammenkrachen. Guter Punkt, der wurde überhaupt nicht erwähnt. Das Schlimmste für die in dem Moment war, das ist ja im Badezimmer, wird also potenziell nass. Und wenn ich da Holz drauflege, dann könnte das schimmeln. Und ich so, wenn das Holz schimmelt, dann schmeiße ich es weg und kaufe mir was Neues. Deswegen nimmt man doch ein Regal das und Bretter und lüftet kann man sie austauschen. Halt auch irgendwie Bäder. Richtig, alles davon, weißt du, und ich sag mal so, das ist Zukunfts-Mi-Problem, ob das Ding jetzt schimmelt oder nicht. Und dann haben die mir tatsächlich bis zum Ende irgendwie Plastik empfohlen und ich so, okay, ist das Plastik günstiger? Und die so, ja, kostet nur die Hälfte. Ich so, klasse, wir nehmen das Plastik. Im schlimmsten Fall schmeiße ich es weg und hol mir was anderes, aber ja. Meine Güte, also man kann sich, also das Haus ist ja mittlerweile auch, wenn du möchtest, zu tot behandelt. Da schimmelt nichts dran, also... Mm-mm. Aber richtiges Drama. Und wir reden hier von, ne? Regal. Einfach Stützen und Brett drauf. Das hab ich, als ich 14 war, in meinem Zimmer selber in die Wand gebohrt. Ja, das ist richtig. Ja. Und deswegen bin ich übrigens auf die Wandversteckung gekommen, weil ich habe mir das auch gerade so vorgestellt, wie viele Bretter ich schon aufgehangen habe in meinem Leben. Auch so mit integrierten Rohrsystemen jetzt doch neu in meinem Wohnzimmer. Also gar nicht mehr so übrigens neu. Übrigens sehr schnieke. Ja. Ach, schlimm. Aber es ist eine gute Überleitung zum Wasser, ist es gar nicht, zum Wasserspiel mit hier Rohrleitung und so. Rohre. Ja, okay, aber es ist immer noch, ach stimmt, das ist ja immer noch nicht sicher, wie ihr euer Bad haben könnt, weil dafür müssen sie einmal in die Wand schlagen, ne? Das ist halt auch verrückt. Richtig, ne? Ich glaube, heute Abend, bevor wir da waren, also wir sind uns nicht über den Weg gelaufen, hat die Baufirma den Nachbarn Bescheid gesagt, dass ab übermorgen die Bauarbeiten losgehen. Okay. Übrigens finde ich saumäßig komisch, wie wir jetzt beide mit einem Lineal durch die Gegend fuchteln. Wegen der 5-Zentimeter-Problematik. Super. Okay. Es ist in den Pfoten und es blieb in den Pfoten, ja. Ja, auch dass wir beide als Griff bereit hatten, das sagt ja schon viel über uns aus. In der Tat. Okay. Ich glaube, ich muss den Typen auch mal fragen, ob er den Nachbarn auch irgendwelches Zeug gegeben hat, weil jedes Mal, wenn hier in der Straße jemand baut oder renoviert oder irgendwas tut, kriegen wir irgendwelche komischen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier, wie heißt das? Waschmittel, nicht Waschmittel, Softener, was ist das auf Deutsch? Weichspüler? Weichspüler! Wer nutzt denn noch Weichspüler? Ich weiß nicht. Vor allem mit euren Waschmaschinen, wo du alles nur auf einmal reintun kannst, da gibt's ja noch weniger Sinn. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, aber es gibt an der Seite so ein Weichspüler-Compartment, das auch nichts anderes macht, als es da rauswaschen. Also
Ist jetzt nichts, okay, was das super delayed oder so. Wow. Und vor allen Dingen der Weichspüler. Wir haben zwei oder dreimal genau die gleiche Packung bekommen. Und das ist aus Thailand importiert oder so. Oh Gott, ja doch, Thailand, glaube ich, war es. Ist auf jeden Fall ne, nicht aus Japan, irgendein Billigimport von irgendeiner Marke. Und der Geruch von, es sind drei verschiedene. So extremst stark. Ich habe es ausprobiert, weil ne, ist ja umsonst, möchte ich auch mal ausprobieren. Ja. Kannst du knicken. Ja. Es ist zwei Tropfen und die ganze Wäsche riecht danach nach Rosen oder Lavendel. Das dritte habe ich vergessen. Gute Frage. Ich weiß ja, ich kenne das auch vor allem halt nur mit dem Einzug, ne, dass du dann da die Geschenke verteilst und das nicht unüblich ist. Das werden wir dann auch wieder tun, ja. Ja. Okay. Ja. Interessant so. Ansonsten müsst ihr noch zu Kreuze kriechen, wenn die das nicht machen. Beides, ne? Also die entschuldigen sich jetzt ja quasi dafür, dass es da laut wird, weil sie renovieren und staubig und da eventuell Autos rumstehen. Ich glaube nicht, dass das so laut wird, aber wie auch immer, das ist normal. Und dann müssen wir nochmal Hallo sagen bei den Nachbarn mit unseren Geschenken. Also ja, das meinte ich, ich meinte, dass ihr auch nochmal Geschenke bringen müsst. Es wird renoviert und dann Geschenke bringen müsst. Wir sind übrigens jetzt auch da. Das war so das genau, Ding. Genau. Ja. Das wird dann aber erst im Sommer passieren. Wir ziehen ja jetzt noch nicht ein. Wie auch ohne Bad. Jetzt gerade ist noch ein Bad drin. Noch, ja. Ja, wir waren heute auch kurz da und ich, jetzt so langsam kommt die Vorfreude dann doch. Ja. Sehr gut. Ja, also ich kann verstehen, dass so nach dem Stress das erstmal so abgehakt ist, weil es war ja auch ein Stress, dieses Haus zu kaufen. Es war jetzt mehr Stress als, aber ich meine, so retroperspektiv betrachtet jetzt nicht so krass schlimm, ne? Also alles in Grenzen, aber mit halt wenig Schlaf und Baby gleichzeitig ist halt alles. Dabei ist sie auch echt ein gutes Baby, also alles nicht so tragisch, aber gleichzeitig kann ich nicht empfehlen. Das verstehe ich sehr gut. Okay. Wie das so ist. Aber dann erstmal hoffentlich alles abgehakt fürs Erste. Ja. Ja. Und wir haben übrigens den Hund mitgenommen. Es tut mir leid, ich derail gerade in alle Richtungen. Aber er fand den Garten total super. Oh, sehr gut. Das ist wirklich erfreulich. Und eigentlich, da der ja so hoch gelegen ist, könntet ihr ja gucken, ob ihr einfach eine Doggy-Dinger-Klappe-Tür, wenn es nicht eh schon eine existiert, an diesen Aufgaben machen könnt. Und dann weiß er zumindest, wie weit er gehen darf. Also theoretisch könnte er natürlich, wenn er unbedingt wollte, entkommen. Aber will er das überhaupt, ist ja die Frage, ne? Also der Zaun quasi Richtung Straße, das ist trotzdem ja 2 Meter über der Straße. Also er müsste über den Zaun springen und dann halt darunter fallen. Richtig. Genau. Das ist nicht unmöglich. Ja, ich meine jetzt so bei den Treppenstufen. Ich weiß ja nicht, ob der Zaun dazu ist. Aber wenn man dazu macht, dann wüsste er ja ganz genau, wo die Grenzen sind, so. Ja, nee, das ist zu. Also okay, cool. Momentan, deswegen, es war ja auch einer der Gründe, warum ich das direkt so gut fand, weil es einfach schon hundesicher ist. Die Vorbesitzerin hatte ja Hunde. Kleinere, aber Hunde. Ja. Was ich übrigens süß finde, noch eine komplett andere Side-Note, da gibt's eine oder mehrere Katzen, die dort niemandem gehören. Und die haben ja alles weggeräumt. Also ne, alles, was wir als Müll deklariert haben, ist inzwischen weggeräumt worden. Das Einzige, was ich noch als Müll deklarieren würde, was jetzt noch oder wieder da ist, das war vorher, glaube ich, gar nicht da, ist jetzt so ein Karton, der draußen steht mit Kreppband irgendwie drumherum. Also so DIY, richtig, richtig eher schlechter als recht DIY. Ein kleines Katzenhaus, schätze ich. Also das ist meine Interpretation für die Streunerkatze. Und da war auch so ein kleines Katzenbett drin, also vielleicht so ein altes, ich weiß gar nicht, Sitzkissen oder so. Es ist schon echt dreckig inzwischen, also es ist hart zu sagen, was es mal war. Sitzkissen oder Lappen, keine Ahnung, okay, ja. Aber richtig cute. Also so für die Katze, die dort wohnt, so ein kleines Häuschen gebaut. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, wann es gemacht hat, aber das steht jetzt noch da. Okay, ach so, das wurde einfach nicht weggeräumt und war aber schon immer da, oder wie?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe diesen Karton, der stand da nicht. Das heißt, die hat jetzt in der Zeit, glaube ich, nach dem Motto, oh, die arme Katze, die kriegt jetzt vermutlich kein Essen in der Zwischenzeit, wo dort niemand ist, dieses Häuschen noch schnell dahingestellt. Also was ich vollkommen gut finde und in Ordnung, ne? Also ich bin nicht sauer oder so. Es gibt sicherlich Leute, die das komisch finden würden, aber ja. Ja, also soweit ich weiß, nach dem Hörensagen meiner Nachbarn ist der Typ, der vorher in diesem Haus gelebt hat, rausgezogen und hat seine Katze nicht mitgenommen. Oh nein. Und ich habe sie nicht adoptiert. Ich bin ein Monster. Aber hast du sie gesehen oder hast du irgendwas davon? Ja, ja, am Anfang stand die ja ständig vor meiner Tür. Ach so. Weil es war ja ihre Tür mal. So, ne? Ja. Aber ich glaube, das Haus stand ehrlicherweise auch sehr lange leer. So, ne? Mhm. Also Monate zwischen mir und diesem Typen. Ich glaube, seitdem wurde sich ja schon, sonst hätte ich die ja gar nicht mehr gesehen, wurde sich schon um diese Katze gekümmert. Also es ist nicht so, dass die jetzt mager, hungernd da stand. Sie stand nur immer sehr betröppelt vor meiner Tür und ich habe immer gesagt, lass dich nicht rein. Ja, das war so die Geschichte. Ich glaube, das habe ich erwähnt, ne, dass wir, als wir die alte Frau getroffen haben, die das Haus verkauft, hat sie mir das mit der Katze erzählt. Mm. Und ich habe ihr mehr oder minder versprochen, zumindest die Katze ab und zu mal zu füttern. I see. Okay. Ja, das ist in Japan aber auch sehr üblich, dass sich gut um die Streuner gekümmert wird, eigentlich. Also überwiegend Streunerkatzen, es gibt viele Streunerkatzen in Japan. Und da stellt man schon. Komischerweise ja. Ja, gell? Und dann stellt man gerne Essen raus. Und bei manchen Inseln nimmt es dann halt irgendwie Überhand, weil die sich nicht so verteilen. Und dann gibt es echt, es gibt eine Handvoll Cat Islands, wo es richtig viele Streunerkatzen gibt, ja, um die sich halt gut gekümmert wird von den Anwohnern. Wir haben ja auch diesen einen, es ist nicht so schlimm wie auf den Inseln, aber wir haben hier in der Nähe einen Park, ich nenne ihn den Katzenpark. Und da stehen tatsächlich Schilder, wo drauf steht, hier wohnen viele Katzen und so. Hm. Und da sind jeden Abend die ganzen lokalen Obachans und füttern die Katzen. Also wirklich so mit Wägelchen, hier, wie heißt das, Trolley mit Katzenfutter und Näpfen und Wasser. Und da Wasser kannst du ja da abzapfen im Park. Wasserhahn. Vielleicht halt auch, weil es echt halt verboten ist. Das ist auch eine Annahme, eine schlimme Annahme. Aber ich nehme mal ganz kurz an, eventuell, weil du ja in ganz vielen Häusern auch keine Haustiere haben darfst. Ja. Aber wer weiß. Ja. Das ist auch eine meiner Hypothesen, dass viele Leute, da gehen halt auch viele dann hin abends, um diese Katzen zu streicheln. Ne? Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung in dem Sinne, dass du halt damit leben musst, dass du vermutlich keine Katze haben darfst, vielleicht auch selber nicht halten kannst. Mm. Und dann gehst du in diesen Park und kümmerst dich um die Katzen. Aber irgendwie auch traurig. Ja, auch. Aber jetzt so sehr uninformiert finde ich das sogar besser als die Cat-Cafés. Ja, definitiv. Ja. Ja. Und dann gibt's ja noch diese andere Katze, die, wo ich die Frau getroffen habe, die immer zwischen diesen, ich weiß nicht, Treppen sitzt. Also es gibt in der Mitte von langen Treppenstufen gibt es einen Ort, wo man sich so ausruhen kann mit Bänken und so weiter. Und da sitzt relativ häufig abends eine Frau, die liest einfach Buch und hat Katzenfutter dabei. Und die habe ich jetzt schon ein paar Mal getroffen. Und die hat mir erzählt, dass der Katze ist das genau das Gleiche passiert. Die Besitzer sind einfach weggezogen und haben sie da, ihn, glaube ich, da gelassen. Das ist, glaube ich, näher. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, warum sie die Katze nicht adoptiert oder ob sie die nicht vielleicht adoptieren möchte. Und sie so, ja doch, also wenn mein Mann nicht da wäre, dann hätte ich die Katze schon lange mit nach Hause genommen. Das Problem ist, das wäre irgendwie meine vierte oder fünfte. Also ich habe vergessen, was sie genau gesagt hat. Auf jeden Fall mehr als vier, mindestens vier. Und also ja, wenn ich noch eine Katze mit nach Hause bringe, dann ist zappenduster. Stehe. Nicht so wie Rachel und June, die echt viele Katzen adoptiert haben, da so. Das stimmt. Vier auch, oder? Ja, ich glaube auch. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir mal weiter mit dem Wasserspiel. Ja, das Wasserspiel. Genau. Das ist auch recht klar. Also das sieht man in Deutschland auch recht oft, ne? Das ist irgendwie so. Hirsch-Wildscheuche wird das bei uns genannt. Interessant. Also das ist einfach dieses Wasserteil, wo du in Japan jetzt so ein Bambusrohr hast, das füllt sich mit Wasser, dann ist das irgendwann voll, dann klockt das auf einen Stein und dann wird das wieder, also andersrum eigentlich. Also du hast so ein Bambusrohr, das liegt auf einem Stein auf
und die Öffnung ist Richtung Wasserhahn. Und irgendwann läuft das voll und es ergießt sich dann in eine Schüssel und beim Zurückschwingen, weil es leer ist, weil das eben so aufgehangen ist mit der Schwerkraft, macht es diesen Glock. Kennst du das Meme mit dem Capybara? Nee, kenn ich nicht. Ich weiß nicht genau, also nicht unbedingt ein Meme oder ein TikTok oder Reel oder was auch immer, aber ich hatte es jetzt schon ein paar Mal irgendwie auf meinen For You-Pages und auch von diversen Leuten geschickt bekommen. Das ist so ein, ich glaube, ein Baby-Capybara, kein komplett großes, aber das sitzt unter einem von diesen Wasserspielen. Und jedes Mal, wenn das halt runterkippt, also wenn es voll wird, klatscht das dem auf den Kopf. Und das Capybara ist so unfazed auf Englisch, ne? Also es ist wirklich, es ist so Knock. Und das Meme daran ist halt jedes Mal, ich wäre gerne so unfazed wie dieses Capybara, das halt repeatedly, das passiert ja alle paar, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so, dass das Ding dir wieder auf den Kopf klatscht. Also so unfazed wäre ich gerne in meinem Leben. Übrigens, du auch gerade die gleiche Fehlinterpretation wie ich gehabt im Kopf. Das Ding klatscht nicht runter, wenn es voll ist, sondern wenn es leer ist. Ich weiß auch nicht, wie das ständig in meinem Kopf zustande kommt, aber ja. Tatsächlich, nach vorne kippt es ja, wenn es voll ist. Und das Capybara sitzt unter dem vorderen Ende. Ach so, und kriegt das Wasser ins Gesicht oder genau, so. Genau, genau. Also das Rohr auf den Kopf und das Wasser quasi so vorm Gesicht runter. Ach, okay, I see, ja. Weil natürlich hört es sich auch besser an, wenn das Rohr leer ist, wenn es zurückklockt wegen dem Resonanzkörper dann. Ja, genau. Genau. Aber ich glaube, es macht tatsächlich Tonk, wenn es auf den Capybara-Kopf klatscht, weil der sitzt halt wirklich im Weg, ne? Also. Ach so, okay, gut. Ja, aber es scheint nicht zu schmerzen und dieses Capybara hat die Ruhe weg und ist mega niedlich. Muss ich mir echt mal angucken, glaube ich. Wenn ich es nochmal sehe, schick's dir. Okay, ja. Ja, ich habe leider keine gute Überleitung, weil jetzt kommen wir wieder zu einem Haushaltsgegenstand. Das ist jetzt ein bisschen wild, aber wir haben es halt einfach alphabetisch sortiert, was will man machen. Mhm. Nämlich das nächste ist ein Wok und dann stellt sich ja immer die Frage bei so asiatischen Küchengeräten, wo Asia, wer nutzt das, wo kommt's her? Und hier, möchtest du das kurz übernehmen? Oder? Bei dem Wok hätte ich jetzt gesagt, das ist nicht japanisch. Genau, also da auch, okay, also es ist hat eine recht kurze japanische Geschichte. Und das ist einfach dazu da, eigentlich, um sehr kleine Lebensmittel in Öl mit sehr heiß im Feuer zu garen und ist natürlich wieder von chinesischen Einwanderern, wie allzu häufig, ist vieles aus China gekommen, was dann auch abgewandelt wurde, in dem Fall aber nicht, weil das ist jetzt auch, ich glaube, Wok-Essen ist grundsätzlich auch immer noch nicht wirklich mit japanischem Essen assoziiert, grundsätzlich so. Nee. Aber wanderte schon ein in der Meiji-Zeit, also 1868 bis 1912. Und ist auch in kantonesischen Restaurants gewesen und auch eher nicht für die heimische Küche in Japan. Und erst so 1950, nachdem du auch gasbetriebene Herde hattest in Japan, ist dieses Stir-Frying in japanischen Küchen überhaupt angekommen hier. Dieses, das ist, wenn du Öl nimmst oder Fett oder so generell und das dann rührst, hast du ja auch oft in, häufiger glaube ich auch in der chinesischen Küche, meine ich, hast du ganz viel so Stir-Fry-Geschichten, was in Japan, japanisch nicht so üblich ist. Und noch eine Side Note, das gilt auch für das Frittieren, was von den Portugiesen im 16. Jahrhundert eingeführt wurde. Von den Portugiesen. Und Mitte des 20. Jahrhunderts eine professionelle Kochmethode blieb. Also ganz viele Sachen werden nur professionell gemacht, aber machst du eigentlich nicht zu Hause und so Wok-Küche auch immer noch. Ich finde diese Anmerkung auch spannend, weil ja super viele Gerichte inzwischen hier frittiert sind, sowas wie Tempura. Ja, aber machst du das zu Hause? Spannenderweise, in meiner unprofessionellen Meinung, könnte man das einfach auch zu Hause machen, ne? Aber ich kriege dann immer ganz häufig von anderen Haushaltmitgliedern gesagt, dass man das zu Hause nicht macht. Speziell wegen des Geruchs und dass der in die Kleider geht und so. Das kann ich aber auch verstehen, weil Frittieren riecht halt auch einfach nasty. Und dann, das ist das, was ich meine. So, das ist zwar sehr üblich, vielleicht ist Stir-Fry und so auch sehr üblich, aber du das eher zum Ausgehen und außerhalb essen und zu Hause machst du es irgendwie nicht. Das ist ja auch. In Deutschland haben auch relativ wenige Leute eine Fritteuse gehabt, obwohl immer mehr Haushaltsfritteusen aufkamen, weil es halt stinkt ohne Ende. Hattest du trotzdem richtige Familien ohne eine Fritteuse?
Weil der Mief ist halt schon echt hart und deswegen sind die Airfryer so beliebt geworden, weil der Mief nicht so hart ist. Ja. Wir haben übrigens einen, ich meine, ich weiß nicht, wie gut das Ding ist, das ist so aus einem Giftkatalog, wir haben mal wieder einen bekommen, haben wir uns jetzt eine Fritteuse bestellt. Ja, also ich hatte auch lange eine, aber als die kaputt gegangen ist, gab es auch keine neue mehr, tatsächlich. Ja, das ist so ein bisschen wie zum Beispiel auch das Takoyaki-Ding, was wir haben. Das ist nice in der Theorie, aber in der Praxis benutzt du es halt einmal im Jahr oder so. Ja, also ich finde das okay, wenn man ein, zwei Geräte hat, die man so einmal im Jahr benutzt oder ein, zwei Jahre, sollte halt nicht überhand nehmen, finde ich immer. Das ist richtig, ja. Naja, wir haben jetzt diese Fritteuse uns quasi selbst geschenkt mit dem Giftkatalog. Mal gucken, vielleicht benutzen wir sie ein, zwei Mal. Ja, okay. Genau, ach so, und den Wok habe ich, glaube ich, implizit deutlich gemacht, hatte ich mit draufgenommen, weil ich es immer interessant finde, wo in Asien kommt das her, wenn man hier eine Sprache spricht von Ländern, die es nicht für nötig halten, Asien irgendwie differenzierter zu betrachten. Oder sehr viele Leute zumindest in diesen Ländern. Jo, dann Yut Nori-Spiel, tatsächlich. Hast du davon schon mal gehört, von diesem Spiel? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sein, dass ich das mal gespielt habe. Ach was, okay. Also es kommt aus Korea, um das gleich schon mal einzuordnen. Das ist nicht japanisch. Ich schmeiß das gerade ganz schnell nochmal in die Bildersuche, um zu verifizieren, ob das entweder das ist, was ich gespielt habe oder nicht. Okay, solange erkläre ich mal, was das wohl ist. Und wenn du es gespielt hast, kannst du es nochmal genauer beschreiben, würde ich sagen. Das sind Wurfstäbchen, die bestimmen, wie schnell sich eine Spielfigur bewegen kann. Was bei uns irgendwie, glaube ich, so der sechsseitige Würfel einfach wäre. Und das ist ein wenig wie Mensch, ärgere dich nicht. Und halt einfach ein extrem beliebtes Gesellschaftsspiel wie für Kinder und Erwachsene. Und wird ganz oft im koreanischen Neujahrstag gespielt. Was ich mir vorstellen kann, vor allem wenn du Kinder hast. Ich meine, wie oft hat mein Mensch ärgere dich nicht gespielt? Nur dass du halt, so ist jetzt mein Verständnis, mein sehr einfaches, dass du einfach diese Stäbchen wirfst anstelle von einem Würfel. Ja, übrigens muss ich enttäuschen, ich habe das nicht gespielt. Es sah ein bisschen ähnlich aus wie etwas, was wir mal auf der Reise mit dem Lab von der Uni gespielt haben. Aber nup. Okay. Naja, dann, also viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, aber wurde halt auch aufgezählt und wie gesagt, das ist wieder nicht japanisch, das war koreanisch. Aber es ist wirklich 1:1, also die Idee mit Mensch ärgere dich nicht ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Also gleicher Brettspielaufbau, will ich damit sagen. Hm. Außenrum und dann in die Mitte. Ja, also ich meine, es ist auch eine recht ähnliche Idee, also so eine recht offensichtliche Idee, würde ich sagen. Also ich meine, du einmal bestimmst, wie schnell du ziehen kannst. Also es ist halt ein sehr einfaches, kindgerechtes Spiel, weil es ist halt glückbasiert auch so, ne, du würfelst oder das Stäbchen und dann guckst du halt und hat dadurch auch tatsächlich Replayability-Faktor. Weiß ich immer das Gleiche ist, aber irgendwie schon, ja. Vor allen Dingen, Mensch, ärgere dich nicht, ne? Also das der Name des Spiels sagt ja, dass man sich ärgern würde. Aber ich ärgere mich bei Spielen, wo man, die nicht glückbasiert sind, viel mehr persönlich. Ja, hast du schon mal das verschärfte Version von Mensch, ärgere dich nicht gespielt, Hexentanz? Das ist auch glückbasiert größtenteils. Und Alter, triggert mich dieser Scheiß. Ich kann es echt nicht spielen mehr. Ich kenne es nicht. Aber, der Unterschied ist, dass du deine Farbe nicht siehst. Ha? Das heißt, du ziehst, also du hast so schwarze Hexenhüte, mit denen jeder zieht und die Farbe ist nur unten drin geklickt. Also am Anfang hast du alle deine Farben bei dir und du kannst halt, du musst dir merken, wer du bist. Also heißt das halt auch, du kannst mit allen ziehen. Das heißt, wenn du dir, das funktioniert nicht, wenn du mit vielen spielst, aber wenn du dir immer merken kannst, wer wo steht, kannst du das halt auch strategisch benutzen, weil was du machen kannst, du... Jemanden vorbeiziehen lassen, ne? Du kannst, weil noch eine Mechanik, die anders ist, du wirst nicht rausgeschmissen in dem Sinne, dass du wieder auf Anfang gehst, sondern du wirst zurückgesetzt. Das heißt, ich benutze, das heißt, das ist auch ein bisschen Strategie dann halt einfach, ne? Je nachdem kannst du dann auch mit anderen ziehen, um dir strategisch einen besseren Vorteil zu verschaffen. Was ich ganz oft mache am Anfang ist, dass ich mich selbst so oft rausschmeiße,
dass ich einfach direkt am Anfang hinten schon wieder bei mir reinlaufen kann, weil ich mich so oft rückwärts rausgeschmissen habe. Das fuckt dann die anderen so voll ab, dass die nur darauf fixiert sind, mich zu foppen und ich deswegen nicht gewinnen kann. Und alles andere ist egal und deswegen triggert mich dieses Spiel so hardcore. Ich kann zwar nicht ganz folgen, warum du dann quasi rückwärts... Also beim Mensch ärgere okay. dich nicht, wenn du einen Menschen rausschmeißt, dann kommt er ja wieder auf seine Startfelder. So. Mhm, ja. Das machst du in Hexentanz halt nicht, da läuft ja, keine Ahnung, 3 Felder rückwärts oder 6 Felder. Aha. Weil, und die Farbe wird gezeigt. Das ist die einzige Methode, glaube ich, um eine Farbe zu sehen, ist, wenn du jemanden rausschmeißt, wird er nach hinten gezogen und dann drehst du einmal um und dann kann jeder sehen, wer das ist, welche Farbe. Und dann kannst du halt nur noch nach dem Reinziehen gucken. Also entweder hast du dich dann in dein Feld gezogen und ist gut, oder jemand anderen, dann hat er halt jemanden schon drinstehen. So. An sich halt eine funny Idee, aber es triggert mich halt richtig krass, weil Leute dann natürlich auch sehen können, du bist gleich da und dran vorbeiziehen können mit deiner Spielfigur und so. Ja. Ja, und deswegen diese ganze, auf Dauer nervt mich das immer so richtig hardcore, weil jeder weiß, wo ich stehe, aber keiner weiß, wo irgendjemand anderes steht. Oh Mann. Ja. So viel zum kleinen Rant mit einfache Idee, kann einen durchaus triggern, aber Mensch, ärgere dich nicht, hat mich auch nie getriggert. Das Reiten im Mensch, ärgere dich nicht. Hm. Weil, was soll's denn auch? Also kompetitativ in einem Glücksspiel zu sein, ist so, ja, Glückwunsch, ne? Ja, tatsächlich. Okay, aber voll derailed, kommen wir zur Yuzu-Badewanne. Übrigens ist jetzt die nächste Capybara-Referenz. Da sitzen die auch gerne in Yuzu-Badewannen. Ja, und zwar. Erklär doch mal, was ein Capybara ist übrigens, habe ich ganz vergessen. Ein riesiges Meerschweinchen. Ah, ja. Ich meine, theoretisch ist die Beschreibung nicht falsch. Ich bin mir nicht sicher, wie verwandt die wirklich sind. Also Meerschweinchen und Capybaras. Aber so von der Form her, ein richtig großes, fettes Meerschweinchen, was keine natürlichen Fressfeinde hat. Für mich ist es eher auch ein bisschen, ja, die haben die Nase ist zu spitz für ein Meerschweinchen, finde ich. Aber ja, das stimmt wohl. Ach stimmt, die sitzen ja auch gerne, wobei Yuzu-Badewannen nicht, aber grundsätzlich sitzen die gerne in so Wassertempel-Onsen. Ja, genau. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Aber da gibt's diese ganz berühmten Bilder mit Capybara in Onsen und dann ganz viele Yuzus drumherum und auf dem Kopf vom Capybara und so. Also nicht, dass das häufig vorkommt, es ist nur ein weit verbreitetes Bild. Stimmt, also stimmt, Capybaras ist gerade auch wieder echt im Kommen, diese ganzen Videos mit denen. Ja, warum eine Yuzu-Badewanne? Weil da ganz viele Yuzus drin sind und wir wissen nie so, es ist eine Zitrusfrucht. Eine Kreuzung aus sauren Mandarinen und chinesischen Zitronen. Papeda-Frucht in Klammern. Und diese Frucht wurde etwa 1300 nach Japan importiert und ganz gerne hat man das in, das war doch irgendein Fest auch, ja, am kürzesten Tag des Jahres. Richtig, hat man gerne diese Badewanne und macht diese Yuzu-Früchte halt voll in die Badewanne mit rein und das riecht dann auch ganz gut. Mhm. Ich hab Yuzu erklärt mit eitle, das ist eine eitle Zitrone. Ja. Eine Zitrone, aber was Besseres. Man findet sie aber auch manchmal in Speisen, Suppen und Eintöpfen, aber ich glaube, die ist ja auch ziemlich bitter und deswegen muss man da auch aufpassen. Und der Yuzu-Baum blüht strahlend weiß von Mai bis Juli. Also müsste er jetzt bald anfangen zu blühen. Und jetzt zu dem Fest. Am kürzesten Tag des Jahres, zur Zeit der Wintersonnenwende, ist es Brauch, die Badewanne mit heißem Wasser zu füllen und dann ein Stück der Schale oder des Fruchtfleisches der Yuzu aus dem Wasser, auf dem Wasser treiben zu lassen. Man sagt, dass das Eintauchen in heißes Yuzu-Wasser mit seinem aufsteigenden Duft besonders wärmt und erfrischt. Nicht allein den Körper, sondern auch die Seele. Das Wortspiel Yuzu-Yu ist eigentlich ziemlich funny. Ja, also das stimmt. Yu, einfach heißes Wasser. Yuzu-Yu. Und die Yuzu-Badewanne in Animal Crossing ist halt so ein Holzbottich. Vielleicht wieder dieses ganz spezielle Holz auch. Ich immer vergesse, wie es heißt. Was in Japan gerne für Onsen und Badewannen benutzt wird. Hm. Und ja, mit ganz, ganz vielen Yuzus, die drauf schwimmen. Aber auch ganze Yuzus, ne? Ist nicht irgendwie so eine Schale nur oder sowas. Da schwimmen ganze Yuzus drin rum.
das ist auch das Bild, was ich quasi so kenne, wenn Onsen das als hier Festival oder so machen. Das machen die tatsächlich manchmal. Das sind Ganze dann. Dann schwimmen. Vielleicht schmeißen die noch irgendwie was anderes mit ins Wasser, keine Ahnung, aber das sind hauptsächlich die ganzen Früchte. Riecht ja, glaube ich, trotzdem gut, weil wenn du so überlegst, eine Zitrone riecht ja auch durch die Schale, musst du nicht dringend aufmachen und sowas. Ja. Jetzt und es sieht definitiv besser aus. Ja, das sieht das richtig ansprechend aus, diese Juso-Badewanne. Und ich glaube, mit so Holzbadewannen sieht das auch wirklich ästhetisch sehr, sehr hübsch aus. Tatsächlich, ja. Jetzt bin ich wieder bei Zeder. So ist das wirklich Zedernholz? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nie. Also dieses spezielle Holz, was in Japan halt gern verwendet würde. Was auch zitronig riechen soll. So viel habe ich mir gemerkt, angeblich. Mm. Passt gut zusammen. Ja. Ich war mal in einem Onsen. Ich überlege gerade, wo das war. War das hier irgendwo? Kann sein. In einem Onsen, die draußen im Außen-Onsen-Bereich auch so Buckets stehen hatten. Also nicht, das Bild hier, da ist ja mehr, der ist weiter als höher. Also der ist nicht so hoch, nicht so tief. Ja. Aber die in dem Onsen hatten das auch relativ hoch. Das heißt, man konnte sich da als eine Person so richtig so mit dem Arsch, mit den Knien angezogen, reinsetzen und war weg. So bis zum Gesicht. Ja, also diese tonnenförmigen Dinger, die gibt's auch immer wieder. Auch ganz viele, wo du unten ja tatsächlich drunter Feuer machst. Auch echt interessant. Ja, das Teil, was bei Animal Crossing ist, sieht aus wie ein viel zu breites Fass eigentlich, auch mit so Metallbändern drumherum. Mhm. Und halt, ja, ein Pool, wenn man so möchte, einen runden Pool mit Holzfass. Ja. Optik. Also wenn man sich reinsetzen würde, eventuell nur so bis zur Hüfte oder so. Who knows? So, von der Höhe her sieht's aus. Ja. So, besseres Planschbecken. Ja. Okay. Dann ist das nächste die Zahlenkugelmaschine und die hatte ich deswegen reingebracht. Das ist, wobei doch, die sieht sehr japanisch aus, ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke. Und die hatte ich mich reingebracht, weil gegen Neujahr gibt's extrem viele Lucky Bags. Und ich weiß gar nicht, ob wir auf Deutsch eine Übersetzung für gemacht haben, zu kaufen / gewinnen in ganz vielen Läden. Ich glaube, es war Neujahr, wo du für halt einen viel geringeren Preis viele Waren debatable. Kriegst, aber du nicht aber ja. weißt, debatable, ja, grundsätzlich, aber halt viel mehr Waren kriegst. Über das Konzept können wir gleich noch streiten, aber grundsätzlich sind die ganz oft, wenn du noch irgendwie was noch dazu kriegst oder welche Lucky Bag kriegst oder keine Ahnung, aber irgendwie aus irgendwelchen tausenden von Gründen hast du ständig diese Zahlenkugelmaschinen, diese, wo du dir irgendwas auswählen kannst, bei Läden gerne rumstehen. Mm. Lotterien jeglicher Art sind relativ beliebt in Japan, ne? Also wirklich für alles Mögliche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das mit den Lucky Bags direkt verbunden hast. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gesehen habe. Also irgendwie ganz oft musst du dir irgendwie die Lucky Bag ziehen halt, die du dann kriegst. Ah, okay, sagst das habe ich diese persönlich noch oder nicht welche gemacht, Form aber, ja. oder keine Ahnung. Also grundsätzlich das Prinzip finde ich halt auch ist nicht meins, weil ganz ehrlich, habe ich eine Tasche voller Zeug und nichts davon kann ich brauchen. Was hilft mir das? Auch wenn es günstiger war. Als würde ich das irgendwo verscherbeln oder so. Also ich finde das Prinzip halt schon nicht ansprechend. Ich bin aber auch kein Gambler. Es ist jetzt halt ziemlich kommerzialisiert. Das ist kein Wort. Aber zum Beispiel die Fukubukuro, also das japanische Wort für Lucky Bag von Mr. Donuts ist, das ist keine Lucky Bag in dem Sinne, dass man nicht weiß, was drin ist. Der Warenwert ist tatsächlich in dem Fall ganz gut. Man weiß vorher, was drin ist. Und der Warenwert ist definitiv sehr viel höher als das, was man bezahlt. In dem Fall, ne? Also es gibt Leute, die haben, oder Geschäfte, die haben da gute Lucky Bags und es gibt Geschäfte, bei denen ist das seit Jahren nicht mehr gut gewesen, wie zum Beispiel so Klamottenläden. Ja. Wo du dann halt, ich verstehe nicht, warum man einen Klamotten-Lucky Bag kaufen sollte. Man weiß nicht mal, ob es passt. Ja, aber das war schon immer so, nur was halt früher zumindest so war, ist, dass du auf jeden Fall mehr Warenwert drin hast, als du so bezahlen würdest. Aber genau, richtig viele machen das mit Klamotten und die meisten passen dir dann halt auch einfach nicht. Ich meine, mal Geschmack beiseite, ne? Einfach tatsächlich nicht passen, ne? Ja. Obwohl, bei den Klamottenläden kann man schon die Größe irgendwie angeben, so M oder L oder irgendwas, ne? Aber das heißt, das garantiert ja nicht, dass es tatsächlich passt im Endeffekt. Das stimmt, ja. Lucky Bags aber grundsätzlich voll das Ding an Neujahr. Voll das Ding, das stimmt, ja. Also, und mega beliebt inzwischen. Ja.
Ja, ich weiß gerade nicht. Zum Beispiel Pokémon Center ist super beliebt. Und da ist aber auch der Warenwert in Ordnung. Und es ist eine begrenzte Auswahl an verschiedenen Dingen, die drin sein kann. Es ist halt nicht komplett random, soweit ich das verstanden habe. Ja, also es kommt halt echt auf die Firma drauf an. Und manchen ist halt wirklich so, okay, wir schmeißen das Zeug rein, was wir nicht losgeworden sind, um es los zu sein. Ja, kommt echt drauf an. Richtig. Ja, und was wir auch mal gemacht haben, ist irgendwie, es gibt so ganz viele Aktionen, die mit diesen Zahlenkugelmaschinen auch hantieren. Zum Beispiel waren wir irgendwann, wann war das? Ich glaube irgendwann im Winter, in Umeda, also Osaka Downtown, und haben da ganz normal in einem der großen Kaufhäuser eingekauft, irgendwas Elektronikware, also nichts krass Teures. Aber dann stand unten auf dem Ding drauf, so von wegen, wenn ihr was über, ich glaube 2000 Yen war die Grenze, 2000 Yen gekauft habt und diesen Kassenbon mitnehmt, dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. An diesem Tag, ab einer gewissen Uhrzeit, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Und ich so, the fuck? Und Dito so, okay, lass das machen, da kann man halt, ich glaube, irgendwas kriegt man immer. Also Taschentücher oder so, ne? Und dann sind wir tatsächlich dahin, haben unsere Kassenbons eingereicht und wir haben beide halt diesen Trostpreis bekommen. Ich glaube, es waren wirklich Taschentücher oder Wet Tissues oder irgendwas. Aber hey, umsonst. Man musste nur tatsächlich relativ lang anstehen. Also ich glaube, wir standen 20 Minuten an, um dann diese Kugel zu drehen, diese Zahlenkugelmaschine, um dann entweder halt lucky oder nicht lucky zu sein. Natürlich die Frage, ob der Sprit, also vielleicht war der ja sowieso dann noch einkaufen, das wäre war so. Wir wussten ja nicht, dass die Aktion ist. Also wir waren umsonst da, wir haben nur Zeit verschwendet. Ach so, das war, okay, never mind. Ich dachte, okay, er meinte, komm, lass hingehen mit, komm, lass uns anstellen, die 20 Minuten. Genau. Okay. Ja, das verstehe ich. Ja, und es ist schwierig, die zu beschreiben. Das ist einfach so eine Mini-Lotterie-Kugel-Ding mit einem sehr stabilen Fuß, wo du halt so ein kleines Drehdinger dran hast, Drehärmchen, um selber drehen zu können. Ja. Die gibt's auch in traditionell, also aus Holz. Dann sind die so wie die an den Tempeln zum Beispiel, wo du dann auch dein Glücksding rausploppt. Dieses Stäbchen. Ah ja. Ich weiß nicht, wir haben das bestimmt mal gemacht irgendwo. Nein? Ich glaube nicht. Also. Im Prinzip gleiches Prinzip, ein Ding aus Holz und dann drehst du das und irgendwann ploppt so ein Stäbchen raus und auf dem Stäbchen ist eine Nummer und dann für die Nummer kriegst du dann deinen Glückszettel an den Tempeln. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist auch, da bin ich auch grundsätzlich nicht ganz so affin für. Aber ich finde es einfach ganz cute. Und meistens ist es nicht so teuer. Ich glaube zwischen 100 und 400 Yen. Das stimmt. Ich meine, ich kann das Glück eh nicht lesen. Das ist richtig. Und ja. Ich glaube, ich habe das grundsätzlich einmal gemacht, aber da konntest du dir, glaube ich, einfach irgendeins nehmen oder so. Ja, es gibt verschiedene Arten. Aber relativ häufig ist dieses, dass du das auch drehst und dann irgendeins ziehst. Das gibt's auch in riesig. Ich glaube, das war tatsächlich in Wakayama, dass die so ein riesiges Glücksding hatten, was man drehen konnte. Und dann ploppte da so ein... Drehte man das? Oder ich glaube, man hat es einfach nur umgedreht und dann ploppte es raus. Okay, also in Wakayama habe ich sicherlich kein Glück gekauft, das weiß ich noch. Da sind wir nur durch den Baum gelaufen, den du irgendwie dreimal das nicht gesehen hast richtig, davor. Richtig, ich habe den auch nie wahrgenommen, diesen blöden Baum. Also ich finde ihn ziemlich cool, aber... Ja, okay. So viel dazu. Überleitungen sind heute auch Mangelmal. Das nächste ist, und es sind auch noch drei Items, das drittletzte ist das Zeitschriftenregal. Was ich mir drauf getan habe, weil ich das extrem klassisch japanisch finde, weil in Deutschland, finde ich, sind die Auslagen schon immer ein bisschen anders gewesen. Da stehen die halt wirklich hochkant drin und in Deutschland ist das immer so angeschrägt, aber hier ist das wirklich komplett 90 Grad Winkel und die stecken dann so drin, wie als würdest du Visitenkarten oder Kärtchen irgendwie grundsätzlich sortieren, nur halt in breiter. Und deswegen hatte ich es mit reingenommen und weil ich dachte, es wäre vielleicht gut genug, um einen kurzen Abriss über die Zeitschriften grundsätzlich zu geben, Mangas, glaube ich, Zeitschriften, Genres, whatever, weil, ja, da kann man wahrscheinlich 5 Podcasts mitfüllen, aber ich dachte, das wäre ein gutes Format, um mal ganz grob eine Übersicht zu geben.
Und jetzt muss ich selber mich nochmal reinlesen, weil das ist schon richtig lange her. Ich glaube, die DSGVO kam mir schon seit 2 oder 3 Jahren oder so. Und was ich noch auch sagen wollte, was interessant ist, auch in Kombinis und grundsätzlich stehen da echt noch viele sehr leicht bekleidete Frauen rum, neben Karten oder Zeug oder so. Ja, das stimmt. Also die Auswahl ist so Comics, nackte Frauen, Autos, nackte Frauen. Genau, also während bei uns komplett das noch... Komplett nackt darf ja nicht, aber ja. Während das bei uns noch aufgelockert wird zwischen Haubenideen und Garten und Häkel und Strick- und Nähezeitschriften und Bastelkram und so. Wobei, dafür haben wir die Mangas nicht. Gut, lass uns anfangen mit dem offensichtlichsten, nämlich der Shonen Jump. Die gibt es seit 1968. Ist ein Wochenmagazin und die Auflage von 2.800.000 Exemplaren pro Woche. Was nicht verwunderlich ist, weil wenn man eine Zeitschrift kennt, dann ist es die Shonen Jump, wo einfach meistens die beliebtesten Mangas auch drin laufen, zumindest damals, als ich ein paar Mangas mir angeguckt habe. Ich glaube, die waren alle von der Shonen Jump hier. Gintama, Reborn, Bleach. Ich glaube, die liefen alle in der Shonen Jump. Dann gibt's die Akamura Jump oder Jump Next. Das ist eine saisonale Ausgabe vom Weekly Shonen Jump, die an Feiertagen veröffentlicht wird. Dann gibt es die Business Jump, das sich auf Geschäftsleute konzentriert, also in den 20ern und 30ern. Die Auflage ist bei 240.000. Und also ich kriege das nur selbst über Mangas manchmal mit, dass man irgendwann angeblich das Gefühl hat, als japanischer Mann, Shonen Jump ist ja auch eher für Jungs ausgerichtet, grundsätzlich nicht, dass Mädels das nicht auch lesen können. Da ist auch, sagt glaube ich auch keiner was, wenn Mädels auch die Shonen Jump lesen, nur so ganz grundsätzlich. Irgendwann in ein Alter kommen, wo sie denken, jetzt bin ich zu alt für die Shonen Jump. Ich könnte mir vorstellen, dafür ist dann vielleicht die Business Jump. Dann gibt's die monatliche Shonen Jump mit Shonen Genres. Und was wurde da drin veröffentlicht? Rosario, Vampire, Claymore, sagen mir alles nichts. Claymore habe ich gelesen. Aber Rosario und Vampire. Und ich glaube, Shonen heißt ja auch Jungs, ne? Wenn ich das richtig... Irgendwas war da doch, oder nicht? Ja, Shonen ist quasi für Jungs und Shoujo ist für... Für Mädchen. Spreche ich das gerade richtig aus oder ist das gerade aus meiner Kindheit aufgeploppt? Mist, aber so ungefähr. Okay, also warum ich gerade sage, dass es sich eher an Jungs richtet, das steht schon auch irgendwie im Titel. Ja. Dann gibt es die Ultra Jump. Das 1999 erschienene Monatsmagazin ist voller Fanservice, Fantasy und Fiction mit Werken wie Selector, Infiziert. Da steht Vixos. Okay. Oh Gott, ist das lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Und Gingitsune. Ja. Gingitsune. Also ein Fanservice-Magazin, okay. Ultra Jump. Ultra Jump, ja. Dann die Jungsprung? Habe ich das so aussehentlich übersetzt? Ja, oder ist das tatsächlich deutsch? Das vielleicht. Oder ist tatsächlich deutsch? Das 1979 erschienene Wochenmagazin seines Genres gibt es mit dem gleichen Namen, aber im Stil des Playboys. Fast. Also, ja, 800.000 Auflage. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, das ist nicht ein Abriss über die Genres, sondern ein Abriss über die meistverkauften Zeitschriften. Ha, deswegen ist da auch nur ein Genre vorherrschend. Ich glaube, ich habe einfach die 10 oder so meistverkauften Magazine hier aufgelistet tatsächlich und nicht nach Genres sortiert, weil das wäre wieder ein eigener Podcast eigentlich, wenn man so über Genres grundsätzlich reden möchte. Ich habe nur gerade hier nochmal gecheckt, ob die tatsächlich Jungsprung oder anders heißt. Und Jungsprung ploppt tatsächlich auch auf, aber hauptsächlich Young Jump. Young Jump, okay. Auch das nächste ist auch interessant.
habe ich da so geschlafen. Das nächste ist Geckern Sie und daneben steht Büro Sie, also Office. Also wahrscheinlich yeah. Office Her oder so. Das sind Zeitschriften, die sich dann Josei an erwachsene Frauen konzentrieren. Und ich glaube, das Genre ist, ich glaube, darauf habe ich nicht weiter eingesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gibt's das wöchentliche Shonen-Magazin, eine der großen Rivalen der Shonen Jump, einem 1959 erschienenen Wochenmagazin. Und also das hat auch 1,7 Millionen Exemplare und die Shonen hatten 1 Million mehr. Trotzdem stolze Auflage. Dann noch das monatliche Shonen-Magazin, das gibt's seit 1969, dann Nakayoshi. Das gibt's seit 54 und das ist wohl eins der wichtigsten japanischen Manga-Magazine im Shōjo-Stil. So. Das ist für die Mädchen. Ja. Und das gibt's seit 1954. Was interessant ist, weil die Shonen Jump gibt's seit 68, das seit 54, 500.000 Auflage. Und wieder auf Deutsch, keine Ahnung. Wöchentlicher Morgen, was war da denn los mit mir? Ein Magazin für junge Erwachsene. Und das gibt's seit 82. Und das Comic Morning war da wohl drin oder so. Ja, also so eine kurze Auflistung von den am meisten verkauften Magazinen, die man wahrscheinlich finden könnte in so einem Aufsteller. War das... aus Manga-Perspektive, weil mit was anderem kann ich eh dann überhaupt nichts mehr anfangen. Und das auch, aber interessant ist wirklich, wie lange die Magazine durchhalten auch. Weil richtig viele von denen gibt's seit den 50ern oder 60ern. Spätestens späte 60er. Oder sind halt Abwandlungen von irgendwie bekannten Magazinen. Und das ist schon interessant. Und auch, dass die Auflage noch so strong ist. Also die Zahlen sind offensichtlich jetzt nicht die aktuellsten, schon allein wie lange es da drin steht, aber interessant ist trotzdem. Ist tatsächlich interessant. Und ich meine, ich frequentiere Convenience, ja, die werden definitiv noch gekauft. Ich sehe jetzt nicht so viele Leute aktiv kaufen, aber es stehen immer viele bei den Magazinen und haben irgendwas in der Hand. Also... ich glaube, es ist immer noch sehr beliebt, so in der Mittagspause schnell zum Kombini zu gehen und dann da irgendwas schnell zu lesen. Ah, aber das war schon immer so. Okay, verstehe. Ja, so ein bisschen wie ein Buchhandel, aber das ziehst du, glaube ich, echt nicht durch in der Bücherei, einfach ein komplettes Buch durchzulesen und immer wieder zu kommen. Ja, so ich meine, hier Shonen Jump, das sind ja nie so viele Seiten pro Manga. Ja, das stimmt. Da kannst du dich tatsächlich kurz informieren, was in deinem Lieblingsmanga mal kurz passiert ist. So. Ja, das ist richtig. Was ich halt gar nicht so auf dem Schirm habe, weil bis die in Deutschland ankommen, hast du halt schon das zusammengefasste Buch. Aber in der Shonen ist ja immer nur ein Kapitel drin pro Manga, das du lesen möchtest. Ja, also es ist voll die Ehre, auch da drin zu landen, ne? Also ja. Die Mangas, die da drin erschienen sind, das sind schon echte Hits. Ja, das ist irgendwie quasi eigentlich schon, du bist eigentlich schon ein Hit, wenn du da drin landest, könnte man fast sagen. Ja. Einfach schon wegen der Sichtbarkeit. In der Tat. Ich weiß auch nicht, wer da reinkommt. Ich glaube, also einfach mal so, irgendwer Neues kommt da nicht rein. Da kommst du nicht rein. Ist gut möglich. Ja, also ich glaube, also das Ganze, also da sind wir, glaube ich, auch gar nicht die Richtigen, auch wenn wir uns da und endlos informieren, aber das ist auch wirklich eine richtig krass umkämpfte, schwierige, krasse Branche. Oh, Mangaka ja. Sein, also das ist... nicht, ich sitze auf einer Blumenwiese und zeichne vor mich hin, weil ich so viel Spaß habe. Ich glaube, der Spaß hört da ganz schnell auf. Ja, wie so häufig bei vielen Berufen, die man... ja. Die man so nacheifert. Nicht, dass ich das mache, weil ich kann nicht zeichnen. Das ist ganz verrückt. Ich bin auch eine der wenigen in meiner Klasse, die nicht Tätowiererin werden wollte, weil ich kann nicht zeichnen. Als das ja in wurde... ich, völlig derailed, ne, aber grundsätzlich nicht zeichnen können, wollten ja richtig viele Leute Tätowierer werden, weil es cool ist. Keiner von denen konnte zeichnen. Dass das irgendwie zusammengehört, hat keiner verstanden. Das ist ganz interessant. Das ist in meiner Bubble, Teenager-Bubble, jedenfalls nicht so angekommen. Ach echt? Aber die sind ja,
in verschiedenen Regionen aufgewachsen. Nee, Tätowierer nicht so. Mm-mm. Doch, weil es cool ist, aber das entsprechende Skillset, darauf hatte keiner Bock. So. Interessant. Das nächste ist ein Zertifikat. Genau, und das weiß ich auch noch, dass ich dir das vorgehalten habe. Und ja. Du meintest ja, keine Ahnung, was da steht. Es ist das klassischste Zertifikat aller klassischen Zertifikaten. Absolut. Kriegst du für die Uni, für die Schule, für alles. Ja, da steht's. Übrigens, das Holz, was ich gesucht habe, ist Zypresse. Aha, ja. Ich war nicht, also jetzt vom Wortlaut war ich nicht so weit weg von Zeder, aber Zypresse ist doch auch irgendein Nadelgewächs, oder nicht? Egal. Wenn du es nicht weißt, dann weiß ich es bestimmt nicht. Yeah. Das ist jetzt so eine Sache, wo es mir in den Fingern juckt, es nachzugucken, ja. Genau, einfach mal kurz über das Zertifikat drüber gebrushed, aber ja, es ist super klassisch japanisch. Es ist einfach so ein Holz eingerahmtes Ding mit Kanjis drauf. Mehr kann man als ich auch sowieso nicht erkennen. Also, ja. Ja. Kann ich so bestätigen, habe ich jetzt mehrfach gesehen bei meinen Freunden hauptsächlich, die alle von der Uni abgehen. Die kriegen alle so eins. Okay, ja. Gut, und das letzte auf unserer langen Liste, und dann sind wir damit auch endlich durch. Wer hätte das erwartet? Man müsste fast nachgucken, wann wir damit angefangen haben, aber ich glaube, es ist wirklich Jahre her. Ist das Zypressenbad. Das ist nämlich das, was ich meinte. Das ist das Holz, was so toll ist. Du hättest den vorschlagen müssen, Zypresse zu nehmen für deine Regale. Ja. Und auch fürs Bad direkt. Weißt du, wenn wir schon dabei sind, dann hätte ich auch gern so ein Onsenbad aus Zypresse. Ja, das sieht schon sehr nice aus. Aber angeblich auch da musst du gut aufpassen, dass es nicht moldy wird, obwohl das mit Wasser wohl gut auskommt. Noch was, was ich nicht verstehe, Bambus kann richtig gut mit Wasser auskommen. Warum nutzen die das nicht im Bad? Bambus hat Japan ja wirklich mehr als genug. Ist das der falsche Bambus? Fragen über Fragen, die wir nicht beantworten werden in diesem Podcast. Keine Ahnung. Nichts. Vielleicht werde ich in diesem Leben ja irgendwann nochmal DIY-Meister und dann können wir die ganzen Sachen beantworten. Ja, da habe ich noch eine Derail, aber das spare ich mir fürs Zypressenbad auf. So, das ist nämlich dann eigentlich ein Onsen, oft eckig oder ähnlicherweise, glaube ich, immer eckig mit dem Zypressending. Das hast du auch manchmal, vor allem in guten Hotels, als Badewannenersatzalternative kommt das auch schon mal vor, dass es da Zypresse gibt, als Badewanne. Und hier, das von Animal Crossing ist eben quadratisch, auch der Auslass vom Onsenquellwasser ist auch mit Zypresse und ja, ist typisch für Japan, aber wie gesagt, man muss aber trotzdem gucken, dass es nicht lange feucht bleibt, weil selbst dann fängt das trotzdem auch an zu schimmeln. Also nass ist okay, aber dann halt gucken, dass es gut ausdampft sozusagen. Und es ist das Holz, wo ich meinte, es soll angeblich leicht nach Zitrone riechen. Ich weiß nicht, ob es leicht nach Zitrone riecht, aber ich mag den Geruch von Zypressen grundsätzlich. Oder generell von Holz. Ist mir fast gleich, welches. Vor allen Dingen dieses wahrscheinlich auch aus Zypresse bestehende kleine Gießding, ja, wo das Wasser rauskommt, das wird auch bei anderen, also bei, ich sag mal, Onsen, die aus Stein sind und so, auch benutzt, ne? Auch also aus Zypresse nicht das oder Ganze, dann aus Stein? Nee, aus Holz. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann auch Zypresse ist. Okay, dieses Ausgussding. Ja, das ist auch sehr üblich, dass so ein Onsen das Quellwasser angebunden ist und du da grundsätzlich so ein Plätschern halt drin hast und es dann ein bisschen überläuft, was auch echt nett ist, finde ich, ehrlicherweise. Ja, ist schon ziemlich cozy. Und damit sind wir echt durch mit dieser Liste. Boop, boop. Ja, genau. Und wegen dem Zypressenbad und dem Waschbecken und dem Yuzu-Badewannen und Klos dachte ich, irgendwie packen wir es noch mit zum Haus. Keine Ahnung, jetzt sind wir damit auch durch. Ich habe gerade, wo du das mit dem Zypressenbad und Häusern, habe ich gerade kurz reflektiert, habe ich sowas schon mal in einem Haus gesehen. Und dann ist mir ein Bad eingefallen in Wakayama, wo ich mit meinen Eltern, also es war ein Airbnb, ein Haus, ein ganz normales Haus. Und die hatten kein Zypressenbad, aber die hatten so ein aus Metall, so eine super alte Wanne. Und die waren nicht,
dass man reinsteigen musste, dass die über dem Boden war, sondern die war quasi vom Boden nach unten, wenn du verstehst, so ein Loch im Boden. Ja. Und mega tief. Und ich habe gerade nur ganz kurz reflektiert, oh mein Gott, stell dir mal vor, sowas wäre in dem Haus gewesen. YouTube wäre ja komplett quer gerastet. Das haben wir aber auch, das Airbnb von den Jungs in Wakayama, wo du es gerade sagst, hatte auch sowas Onsen-Style-mäßig, eine Badewanne mit dann Aussicht aufs Meer. Das Haus, wo wir waren, die war auch noch super klein, aber super tief. Also da konntest du fast drin stehen, besser als drin sitzen. Krass. Also ich kenne das Konzept wohl und ich habe überlegt, ob das für mich in Frage kommt. Aber ich finde es entsetzlich widerlich, dass das auf Bodenebene ist. Da fällt doch der ganze Dreck rein. Ja. Habe ich mir dann so überlegt. Irgendwie auch tatsächlich gar nicht so sauber. Das ganze Bad war halt sehr alt. Also das Haus an sich war sauber. Auch das Bad war im Prinzip sauber, aber es sammelt sich halt der Dreck, ne? Ja. So. Und auch der, den man nicht mehr rausgeputzt kriegt. Ja, es ist interessant, aber nicht so meins. Ja, deswegen, also an sich finde ich das, ansonsten fände ich es nämlich auch super cool und spannend, so eine Badewanne zu haben. Aber nein, ich finde es irgendwie eklig. Und was ich noch derailen wollte, weil wir jetzt auch zum Ende kommen, weil es ein bisschen krasser derail mit DIY-Meisterin. Ich habe eine KI-Anwendung für mich entdeckt, nämlich lasse ich mir jetzt von Copilot schön übersetzen, welche Baustoffe sind, weil das ist tatsächlich ein Struggle, rauszufinden, was ist XPS-Foam auf Deutsch, was ist PVA-Glue auf Deutsch, was ist das für ein Kleber, ist das, und dann also so Sachen, das kann KI tatsächlich erstaunlich gut, wollte ich noch sagen, wegen DIY-Meisterin, weil die meisten Videos, die ich angucke, wenn ich mal Videos gucke, sind halt auf Englisch, weil die haben es halt irgendwie... Die haben es irgendwie besser verstanden, ganz ehrlich, gute Crafting-Videos zu machen. Leute, die das auf Englisch machen. Ja. Ja. Das ist, Ressourcen gibt es hauptsächlich auf Englisch für alles Mögliche. Ja, das ist richtig. Irgendwie so der Common Ground. Gut. Und mit diesem Derail würde ich sagen, kann ich dich endlich ins Bett schicken. Und dann wünsche ich dir... Ja, du hast es auch gesehen, der Hund kam und hat mir irgendwas Bescheid gesagt. Genau, der Hund kam, dir was Bescheid zu sagen. Deswegen dachte ich, das passt ja ganz gut, dass der Hund jetzt sich abholen kommt. Und deswegen wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Und vielen Dank, schlaft schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.